Jetzt spricht Österreich. Das erste TV-Format, bei dem die Bürger das Sagen haben. Menschen reden mit über Politik, Corona und alles, was das Land bewegt. Kein Maulkorb, keine Tabus. Jeder sagt, was er sich denkt. Bei Wolfgang Fellner und Denise Eichelburg sind die Bürger am Wort. Jetzt spricht Österreich. Nur auf OE24TV. Ja, willkommen bei einem ganz besonderen Bürgerforum, das mitten hineinplatzt in eine neue Lockdown-Diskussion in Österreich. Denn plötzlich haben wir wieder den Lockdown, von dem wir alle gehofft haben, dass er vorbei ist. Plötzlich haben wir wieder Geschäftsschließungen beim Handel. Plötzlich haben wir wieder die geschlossenen Schulen und die Stimmung im Land kocht hoch. Es gibt heftige Diskussionen, leider nicht an den Stammtischen, weil die Schanigärten nicht öffnen dürfen, dafür aber in den vielen Familien. Und beim Bürgerforum freue ich mich sehr darüber, dass wir hier im Studio 6 Gäste haben, die alle irgendwie Bürger sind, aber teilweise auch prominent. Das mischen wir hinein und das werden Sie gleich sehen. Da sind also auch einige dabei, die politisch und auch von ihrer Funktion her einiges zu sagen haben. Und dann haben wir wieder unsere Ö24-TV-Zuseher per Skype zugeschaltet und die werden wir Ihnen dann gleich vorstellen und die werden Sie dann auch gleich sehen. Und die mischen dann diese Diskussion entsprechend aus ihrem Wohnzimmer auf. Und darauf freuen wir uns sehr, erstens auf unsere zugeschalteten Zuschauer, aber auch auf die 6 Gäste hier im Studio, die wir Ihnen jetzt der Reihe nach vorstellen dürfen. Wir starten links außen, von Ihnen aus gesehen rechts außen, mit Pascal Neuherz, 25 Jahre alt, Elektroinstallationstechniker aus Wien. Und er hat Angst, dass das Leben nie wieder normal sein wird. Er sagt, er arbeitet jetzt 60 Stunden pro Woche, war schon 3-mal bei Demos dabei, wer hält das alles nicht mehr wirklich aus? Das wird er uns sagen, sein Leben als einer, der viel arbeitet, aber eigentlich keine Freude mehr hat. Genau, und weiter geht's mit Kaveh Ahi, bekannt vielen Wienern und Wienerinnen aus dem Wiener Nachtleben, eine Club-Legende, ehemaliger Volksgartenmanager, Gastronom und auch jetzt im Kunstbereich tätig. Da hat er uns dann einiges zu berichten in der Kunstszene. Da ist es nämlich derzeit auch alles andere als leicht. Herzlich willkommen, Kaveh Ahi. Und dann freue ich mich ganz besonders auf unseren besonders prominenten Gast heute, auf Maria Rauch-Kallert. Jeder kennt sie in Österreich. Sie war mal Gesundheitsministerin in diesem Land. Sie war das Mastermind der ÖVP, also ÖVP-Generalsekretärin in der Regierung Schüssel. Sie ist die Dame, der wir die Masken verdanken, weil sie Millionen Masken eingekauft hat. Damals hat jeder gesagt, die ist verrückt geworden, die Frau Ministerin, aber jetzt brauchen wir sie dringend. Also die Maskenlady des Landes, könnte man sagen. Sie ist mittlerweile Bürgerin, aber eine im Unruhestand, wenn ich so sagen darf, ja. Und immer für heftige Diskussionen, aber auch sehr viel Insider-Expertise. Gut, willkommen, Maria Rauch-Kallert. Danke, schönen Nachmittag. Ja, und weiter geht's mit Rainer Will, ebenfalls gern gesehener Gast bei UE24TV, denn als Geschäftsführer des Handelsverbands hat er natürlich immer wieder sehr viel zu sagen in diesen Lockdown-Zeiten. Und auch jetzt zeigt er sich fassungslos über den Oster-Lockdown. Dem Handel kostet das eine 500 Millionen Euro. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Dann freue ich mich besonders über Heinrich Himmer. Er ist der Bildungsdirektor dieser Stadt von Wien. Also er ist ein wirklich Betroffener, aber auch einer, der das exekutieren muss. Er wird also diese zweite Schulverlängerungswoche, die er so gar nicht haben wollte, die er aber jetzt aus Pandemiegründen durchziehen muss, für uns alle administrieren müssen. Er wird uns sagen, wie er diesen Schullockdown, diesen neuerlichen sehen wird, ob das jetzt wieder ein Lockdown auf ewig ist oder ob wir hoffen dürfen, dass es nach einer Woche vorbei ist und wie er diese Situation sieht, dass nach wie vor so viele Eltern diesen Lockdown nicht mehr wollen und ihre Kinder dann zu ihnen in Betreuung schicken, sodass sie bei mir mal in einem Interview gesagt hat, es wird keinen sehr großen Unterschied geben, als ob normaler Schulbetrieb wäre. In manchen Volksschulen werden bis zu 70% zur Betreuung kommen. Vielleicht ist das diesmal anders, denn es wird den Appell geben, die Kinder zu Hause zu lassen. Ja, und dann dürfen wir noch begrüßen Bernd Querfeld von der Familie Querfeld, eine Kaffeesiederfamilie, eine Bekannte in Wien. Unter anderem betreiben sie das Café Landmann und das Café Museum. Das sind nur einige der bekannten Namen. Ja, Sie sagen, Sie sind wieder arbeitslos. Sie sind zum Teil verzweifelt, ein bisschen wütend auch. Und Sie hatten eigentlich schon die Schanigärten hergerichtet. Wir werden in Kürze reden, wie es dann jetzt weitergeht. Danke, dass Sie gekommen sind, Herr Querfeld. Herzlich willkommen. Danke.
Und dann haben wir vorerst einmal 4 Zuseherinnen und Zuseher zugeschaltet von zu Hause aus in der ersten Skype-Runde. Und wir freuen uns auf die Ö24-TV-Seherinnen und Seher Elisabeth Posch, Bürokauffrau, die ein bisschen frustriert ist oder schwer frustriert ist von dieser Corona-Welle, weil sie unter anderem ihre Mutter, die im Krankenhaus lag, nicht besuchen durfte, als die im August im Sterben lag. Und das hat sie, glaube ich, ziemlich enttäuscht. Und sie ist, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Kitzbühel zugeschaltet ist. Und sie ist Corona-kritisch, also kritisch zur Corona-Politik, sagt aber, sie hat das Gefühl, dass sich in Kitzbühel viele Leute nicht trauen, ihre wirkliche Meinung zu sagen. Dann haben wir ebenfalls zugeschaltet Anita Jareng, eine Feinkostverkäuferin, also eine Lebensmittelverkäuferin aus Steyr, die so stellvertretend steht für die vielen, vielen Heldinnen, die wir in dieser Krise haben, weil sie einfach unseren täglichen Ablauf offenlegt und die uns erzählen wird, wie schwierig es ist, in diesem Job 8 Stunden, manchmal 10 Stunden lang Masken zu tragen, wie sie da teilweise schwindlig wird, wie sie Kopfweh bekommt, wie sie oft keine Zeit für Maskenpausen hat, wie sie auch als Elternteil erlebt, wie schwierig es ist, wenn man Kinder im Kindergarten hat, wie die Eltern dort verzweifelt ist und wie streng das im Supermarkt alles ablaufen muss, wie sehr sie irgendwie angefressen ist, dass die Gastro nicht aufsperren darf. Und sie sagt, wir machen unser Land kaputt und sie will vor allem, dass diese Corona-Hilfsgelder endlich ausgezahlt werden. Also sie spricht sicher vielen Österreichern aus der Seele. Und wir bedanken uns gleich bei ihr stellvertretend bei allen Lebensmittelverkäuferinnen für diesen heldenhaften Einsatz. Und dann haben wir noch den Franz Winter bei uns. Er ist aus Salzburg zugeschaltet, ein ganz besonderer Gast, weil er ist Obmann der Fiakerfahrer in Salzburg, der verständlicherweise ziemlich sauer ist und da auch ziemlich empörte Facebook-Postings abgesetzt hat. Er hat erleben müssen, dass seine 82-jährige Mutter plötzlich ihren Impftermin kurzfristig abgesagt hat, weil totales Chaos an der Impffront herrscht und kein Impfstoff da ist. Er sagt, es fehlt ein Konzept. Er sagt, in Salzburg ist jetzt mittlerweile tote Hose und er selber ist ein armer Teufel, der für seine Pferde sorgen muss, aber einfach nichts mehr einnehmen kann. Und die vierte zugeschaltete Zuseherin von Ö24TV in der ersten Runde ist die Frau Magister Elisabeth Meyerweg aus Wien-Schwechat oder aus Niederösterreich-Schwechat, müsste man sagen, 37 Jahre alt, eine Psychologin, aber klinisch ausgebildet, die sagt, Maskenzwang und Social Distancing macht krank. Sie hat auch 2 Kinder im schulpflichtigen Alter und verzweifelt da teilweise auch als Elternteil. Also ich freue mich auf unsere 4 Ö24-TV-Bürgerinnen, die mitdiskutieren werden. Wir beginnen aber im Studio mit jenem Diskussionsteilnehmer, der wahrscheinlich den meisten von uns aus der Seele spricht, weil er einfach der klassische Corona-Bürger ist, der das so erlebt, wie das wahrscheinlich der Großteil der Österreicher erlebt. Pascal Neuherz, Elektroinstallationstechniker aus Wien, 25 Jahre alt, würde gern wahrscheinlich auf Rockkonzerte gehen, würde gern ein bisschen erleben haben, hat aber derzeit nur noch Arbeit und Frust. Richtig, Pascal? Eindeutig, ja. Ich sage jetzt mal so, ich kenne nichts mehr außer Arbeiten. Ich habe kein Privatleben mehr. Ich kann nichts mehr privat unternehmen, ohne mich entweder testen zu lassen oder jetzt wieder mit dem Lockdown. Wir können nicht essen gehen, nichts. Ja, also du bist von Corona angesäuert, könnte man sagen, frustriert, auch wütend auf die Regierung zum Beispiel? Ja. Und zwar in welcher Form? Allgemein. Die Maßnahmen sind nicht so, wie sie sein sollten. Es ist alles einerseits rechtswidrig, verfassungswidrig und es kann einfach so nicht weitergehen. Mhm. Gut, dann kommen wir gleich weiter zum Herrn Ahi. Sie sind kritisch, was die Corona-Maßnahmen betrifft, sagen zum Teil aber auch, sie sind notwendig. Das Virus kann man nicht leugnen. Sie hatten ja selbst schon Erfahrung leider mit dem Coronavirus. Aber wie war das denn für Sie? Die Erkrankung oder allgemein, also die Erkrankung, ich hatte einen leichten Verlauf.
und fühlte mich relativ bald gesund. Allerdings hatte ich Folgeschäden, mit denen ich wirklich nicht gerechnet habe. Mein Immunsystem hat verrückt gespielt und bis vor 2-3 Wochen habe ich mich eigentlich nicht wirklich gesund gefühlt. Das heißt, man darf diese Krankheit nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Und was an sich die Maßnahmen betrifft, ist, glaube ich, also bei mir gibt es ein Verständnis für die Maßnahmen, man muss was dagegen tun, aber die Art und Weise, wie die Politik damit umgeht, ist zunehmend halt frustrierend, wenn man jetzt auch die kürzlichen Auftritte sieht, Bund, Land, einzelne Politiker, Koalitionspartner, das alles frustriert eigentlich schon fast mehr als Corona selbst. Mhm. Ja, liebe Maria Rauch-Kallert, willkommen in dieser Mitte. Sie haben ja diesen Job einige Jahre bearbeitet oder inne gehabt. Sie waren Gesundheitsministerin in diesem Land. Ich nehme an, Sie sind froh, dass es damals keine Corona-Pandemie gegeben hat. Sehr froh. Obwohl Sie die Masken zugekauft haben, über die damals alle gelästert haben. Sie sind jetzt eine durchaus kritische Bürgerin, die da sehr oft auch kritische Bemerkungen auch zur Politik hat. Aber ich glaube, die Politik tut Ihnen ein bisschen leid, weil sie dieser Pandemie so ausgeliefert ist, oder? Also, gleich vorweg, ich beneide niemanden, der jetzt politische Entscheidungen treffen muss, egal ob auf nationaler, regionaler oder internationaler Ebene. Damals war es auch ein SARS-Virus, aber es war der Vogelgrippe-Virus. Wir haben auch die Masken nicht gekauft, sondern es war die Idee, die Bevölkerung sollte Masken kaufen, um zu Hause ein Paket zu haben in jedem Haushalt. Und nachdem zu dem Zeitpunkt, nämlich im Winter 2005/2006, als die Masken in den Supermärkten lagen, kein Vogelgrippe-Virus mehr da war, Gott sei Dank. Das habe ich ja auch bei SARS-CoV-2, also bei SARS-19 gehofft, aber das war leider nicht so. Damals war es warm, Vogelgrippe-Virus war nur auf Kälte programmiert und daher hat auch niemand diese Masken oder wenige diese Masken gekauft. 2 Millionen sind weggegangen und einige davon haben mich angerufen und haben gesagt, ich habe sie wiedergefunden zu dem Zeitpunkt. Und es sind auch noch welche übrig geblieben, die dann am Beginn dieser Pandemie helfen konnten. Aber Frau Kallert, stehen Sie eigentlich der Politik, dieser Lockdown-Politik, die jetzt betrieben wird, kritisch gegenüber? Halten Sie diesen Lockdown für übertrieben, für überzogen? Nein. Oder nein. Sagen Sie, das muss sein? Also ich glaube, dass wir hier im Osten nicht anders können im Moment bei den Zahlen, die in den letzten Tagen aufgetreten sind. Wir haben in der Zwischenzeit gelernt aus diesem Virus. Wir haben am Anfang gewusst, dass wir nichts wissen, nämlich auch die Virologen haben dieses Virus nicht gekannt. Sie haben erst Erfahrungen machen müssen, die Mediziner, damit sie Behandlungsmethoden finden. Und es ist an sich sensationell, dass wir nach weniger als einem Jahr schon vier Impfstoffe haben. Das ist einmalig, würde ich sagen, weltweit. Es hat noch nie so einen schnell zugelassenen und getesteten Impfstoff gegeben. Nichtsdestotrotz geht uns das Virus auf die Nerven. Auch mir geht es auf die Nerven. Auch ich würde gerne wieder in ein Wirtshaus oder in ein Kaffeehaus gehen. Auch ich würde gerne wieder mit meiner Familie feiern oder was immer tun oder auch nur beisammen sitzen. Aber Sie halten es für richtig, dass die Schulen und die Geschäfte jetzt wieder für 4 Tage geschlossen werden? Ich weiß gar nicht, ob diese 4 Tage wirklich ausreichen. Sie hätten es länger gemacht. Das weiß ich nicht, ob ich es länger gemacht hätte. Ich glaube, wir müssen, das ist ja das Schwierige dran, kaum werden Entscheidungen getroffen, mutiert das Virus und wir sind wieder vor eine andere Situation gestellt. Und es ist ja nicht nur so, dass Politikerinnen und Politiker das wissen, sondern sie müssen sich auf Expertinnen und Experten verlassen und die wissen auch sehr oft nicht, wie es weitergeht. Gut, dass die Geschäfte geschlossen sind, weil das hilft uns, diese Pandemie zu bekämpfen. Ich glaube, es ist möglich, dass diese 2 Tage oder 3 Tage, es ist Donnerstag, Freitag, Samstag, dass die natürlich dem Handel viel Geld kosten werden. Aber ich halte es für vernünftig. Wir müssen diese 6 bis 10 Wochen, die es jetzt noch dauern wird, also Sie halten es für vernünftig. Jetzt kann man vorstellen, dass da gleich jemand explodiert. Willkommen, Rainer Will, der wortgewaltige Kämpfer für den österreichischen Handel. Wenn Sie das hören von der Frau
Rauch Kallert, Sie halten es für vernünftig, sie wird sogar noch länger zusperren. Was sagen Sie dann? Also zum einen ist ja gesagt worden, dass wir jetzt einen Impfstoff haben und das so toll ist, weil es so rasch entwickelt wurde. Das ist so, nur wir haben einen Impfstoff, aber wir haben ihn nicht, weil sonst hätten wir ihn schon verimpft. Das ist bedauerlich und daher wäre das Wichtigste, dass man das Budget erhöht, sodass man Impfstoffe auch über alternative Wege erhält. Zum Zweiten, das Mitleid mit der Politik hält sich bei mir ein Stück weit in Grenzen, denn die Gehälter verändern sich nicht wöchentlich mit deren Entscheidungen. Genauso hält sich es aber bei allen Unternehmern und auch bei den Angestellten, deren Familien sich auch bei der Kurzarbeit einschränken müssen, weil die Miete wird nicht weniger und auch die Lebenserhaltungskosten. Und ja, wenn der Bundeskanzler noch Anfang der Woche sagt, der Handel ist kein Corona-Hotspot, der französische Präsident eine umfassende Studie mit 70.000 Corona-Infizierten platziert, die klar ausweist, nein, der Handel ist kein Corona-Hotspot und die AGES mitteilt, dass 84% aller Infektionen im privaten und im Freizeitbereich stattfinden, ja, dann halte ich es für eine falsche Maßnahme, denn der Handel hat sich an alle Sicherheitsvorkehrungen gehalten. Und Sie sind wütend? Wir sind wütend, weil wir immer mit der Politik kooperiert haben und so viele Menschen sicher serviciert haben. Und den Unternehmen geht das Geld aus. Es sind 50.000 Arbeitsplätze allein in Ostösterreich gefährdet. Die Unternehmen stehen an der Wand und das ist der letzte Rest. Herr Himmer, ein wichtiger Punkt auch in diesem neuen Osterpaket, das wir da bekommen haben, statt einem Osternest, da ist ja auch drin, dass jetzt die Schulen zusperren, 2 Wochen Schulferien, bis 11. April sind die Schüler dann wieder daheim, dann Distance Learning, da tun sich ja jetzt auch wieder viele neue Problemfelder auf. Ist es der Preis wirklich wert, dass man jetzt dann dieses Cooldown, diesen Cooldown-Effekt damit erreicht? Wie sehen Sie das? Also ich glaube, das ist überhaupt das Schwierigste von uns, für uns alle, den Preis zu berechnen. Das, was wir da jetzt einsetzen, die großen Risiken, auch die großen persönlichen Entbehrungen, die wir jetzt alle schon über ein Jahr hatten, entgegenzustehen zum Beispiel zu einem offenen Handel oder zu offenen Schulen. Ich meine, meine Aufgabe als Bildungsdirektor ist, sicherzustellen, dass Bildung funktioniert. Und ich meine, sonst bräuchte ich nicht dafür tätig sein. Ist klar, nur eine offene Schule, wo Schülerinnen und Schüler kommen können, wo Pädagoginnen und Pädagogen arbeiten, wo Eltern eingebunden sind, kann Bildung wirklich gut bewerkstelligen. Ich halte jetzt nichts davon zu sagen, auch hier niemanden anzulügen, zu sagen, meiner Meinung nach ist es nicht besser, Distance Learning oder über den PC zu unterrichten, weil sonst müsste ich ja Schule überhaupt in Frage stellen, wenn es gar nicht notwendig ist, zusammenzukommen. Weil Schule, da geht es ja nicht nur um Buchseiten zu lesen, sondern da geht es um den Austausch, um das Kennenlernen und das persönlich auch gemeinsam erfahren und in Gruppen arbeiten. Insofern kann ich den Frust sehr verstehen, muss aber auch sagen, ich bin kein Virologe und ich bin kein Experte, was das Gesundheitswesen betrifft. Und es steht mir, glaube ich, in der Situation, wenn wir sehen, dass zum Beispiel in Ostösterreich die intensivmedizinischen Betten sehr stark an der Kapazitätsgrenze sind. Jetzt zu sagen, der Preis, dass Schule wichtig ist, ist höher zu stellen, als dass möglicherweise, wenn ich da draußen heute einen Verkehrsunfall oder in 2 Wochen oder in 3 Wochen habe, kein Intensivbett frei ist. Ob das wert ist, diese Entscheidung zu sozusagen Politikern, Politikerinnen vorzuwerfen, zu sagen, ihr macht euch jetzt Gedanken, möglicherweise mit drastischen Einschränkungen. Das, was aber, glaube ich, notwendig ist, und das muss uns allen bewusst sein, man muss einerseits die Menschen und die Unternehmen und dabei unterstützen, dass es nicht zum Verlust der Arbeitsplätze kommt. Da gibt es ja viele Versprechen, ich hoffe, dass die auch eingehalten werden mit Verlustausgleichen oder Ähnlichem. Und das, glaube ich, was wir alle dringend brauchen, ist eine mittelfristige Perspektive. Weil wir haben jetzt ein Jahr sozusagen ein bisschen sozusagen von Woche zu Woche gelebt, auch im Schulbereich. Es ist, glaube ich, wirklich wichtig, in Kürze ein bisschen mehr Perspektive für die nächsten Monate zu haben, weil sonst stellen natürlich viel mehr Menschen auch das ganze System in Frage. Herr Querfeld, ich glaube, Sie haben die Hoffnung auf die Perspektive schon aufgegeben, ne? Wenn ich Sie so sehe, weil Sie fühlen sich ja, entschuldigen, dass ich das im Fernsehen sage, von der Politik verarscht. Sie sind ja der Meinung, die Gastro wurde ruiniert in den letzten Wochen und Monaten. Naja, sie wurde sehr wohl ruiniert. Ich habe jetzt gezählt, deswegen habe ich auch so tief geblickt. Wir haben jetzt 5 Monate am Stück geschlossen. Es werden 6 werden, vielleicht werden 7 Monate sein. Wir haben schon 2 Monate zugehabt, also mehr als 50% eines Wirtschaftsjahres haben wir geschlossen. Ich habe jetzt gehört, es wird so großartig unterstützt und gefördert. Ich kann nur eines sagen, wir haben eine Kurzarbeit, wir haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit übernommen, als soziales Engagement. Kurzarbeit kostet das Unternehmen 20% und wenn die Politik sagt, 100% Ausfallstunden werden übernommen, dann glauben ja alle bis zu den Mitarbeitern, aber alle anderen nicht betroffen sind, naja, das ist eher fast ein Geschäft schon für die Unternehmer. 20% kostet jeder Mitarbeiter, obwohl
der Staat 100% übernimmt. Ich kann Ihnen aber sagen, Kurzarbeitsgelder vom November oder Dezember wurden bis heute nicht überwiesen. In unseren Unternehmen sind das 1 Million Euro pro Monat. Wir haben einen Kredit dafür aufgenommen. Aber wir wollen ja ein soziales Unternehmen sein und nicht unsere Mitarbeiter auf den Arbeitsmarkt geben. Es gibt einen Verlustersatz. Na, unglaublich, das sagt das Wort schon. Da werden Verluste ersetzt zu 100%? Nein, zu 75%. Es gibt einen Fixkostenzuschuss. Was kann der Fixkostenzuschuss? Wenn man bekommt, kriegt man 75% der Kosten, 25 bleiben über. Bei geschlossenen Unternehmen ohne Umsatz, können Sie sich vorstellen, das geht aufs Börsel, um das wienerisch zu sagen. Das Geld fließt ab. Jetzt gibt es gesunde Unternehmen, die haben ein Geld. Meine Unternehmen gehören dazu, aber die haben bald keins mehr. Und jetzt kommt die Perspektive. Ich habe gehört, gestern, also die Schanigärten aufzusperren, wären ja ein schlechtes Signal. Das ist nicht medizinisch bewiesen, ob die da was zu beitragen würden oder nicht. Das wäre ein Signal an die Bevölkerung, dass Corona nicht Corona ist. Also es ist eine ernste Situation. Wir schließen sie politisch, nicht gesundheitlich. Eine politische Entscheidung, wir schließen sie. Und dann hat es geheißen, na, die Gastronomie könnte ja noch, ob das Mitte Mai wird, Pfingsten haben wir schon irgendwann gehört, also gibt es immer so Zahlen, dann sperren wir irgendwann auf. Und in Wirklichkeit sind da hinten Unternehmen und Unternehmen, ich sage mal spaßhalber, also nicht ganz spaß, ernsthaft, unsere Frühlingsblumen im Schanigarten sind gesetzt. Wir sind bereit aufzusperren. Und wenn die Politik, die Gesellschaft entscheidet, ganze Branchen, und das sind jetzt nicht nur Gastronomie, Hotellerie, Freizeitwirtschaft, Kunst und Kultur wird gern vergessen, auch in den Forum. Wenn man die alle aus dem Markt nimmt, und die sind aus dem Markt genommen als politische Entscheidung, dann muss man die entschädigen. Die Fördertöpfe sind gedeckelt. Da gibt es 800.000, ob der Unternehmer 100, 200, 300 Mitarbeiter hat oder drei, ist vollkommen egal. 800.000 Umsatzsatz, das ist viel Geld, aber für einen Filialbetrieb ist das ein Scherz. Und wenn ich schon gesagt habe, also eine, Sie sind verzweifelt, auf gut Deutsch gesagt. Nein, man muss eine Lösung finden. Und wenn man, wütet. So ja, wenn man ein Unternehmen zusperrt, dann muss man sie entschädigen. Und entschädigen kann nicht heißen, dass man sie enteignet. Nämlich immer 25% der Kosten bleibt dem Unternehmen über. Dann wird es am Ende einen Schnalzer machen. Da können wir sie schauen. Dann sperren wir noch einen Monat das Geschäft zu. Stellen Sie sich vor, wie wir den Arbeitnehmern sagen, sie kriegen halt 7, 8 Monate keine Arbeitslosen. Aber das Perspektiv droht, ja. Haben sie. So, gut. Punkt. So, das droht. Also, wir sehen, der Herr Querfeld ist wütend, der Herr Willi ist wütend. Also auf Unternehmerseite kocht jetzt schon langsam die Seele. Schauen wir zu den per Skype zugeschalteten Ö24-TV-Zuseherinnen und schauen wir mal, wie deren Stimmung ist, ob die auch schon ein bisschen explosiv geworden ist. Und schauen wir als erstes zu unserer Lebensmittelverkäuferin aus Steyr, unserer Heldin, wenn ich so sagen darf, die jetzt sagt, wir machen unser Land kaputt. Frau Anita Jareng, wie erleben Sie denn die aktuelle Situation? Sie sind ja vom Lockdown nicht betroffen, aber wahrscheinlich haben Sie Angst, dass der Lockdown auch bald zu Ihnen kommt. Naja, das, was ich heute gehört habe in den Nachrichten in der Früh, anscheinend müssen jetzt die Leute, die jetzt wegen einem Kilo Brot und einem Liter Milch sonst ins Geschäft kommen, einen Test vorweisen. Ich meine, sind die noch ganz deppert, haben sie denen ins Hirn geschissen? Den Politiker. Ich meine, was wollten die nur alles kaputt machen? Jetzt haben sie unsere Gastronomie schon komplett zerstört. Ich finde, dass alles aufgemacht gehört. Und wenn sie die Leute halt untereinander anstecken, stecken sie es ja. Der eine hat es stärker, der andere hat es leichter. Genauso wie es eine Grippe ist. Ich finde, dass wieder ein freies Leben stattfinden soll. Und das sollen die Unternehmen, was aufsperren wollen, sollen aufsperren dürfen. Weil wir fahren unser Land an die Mauer. Ich weiß nicht, was der Kurz gegen Österreich oder Österreicherinnen und Österreicher hat. Ich finde das total beschissen, was der jetzt noch aufführt. Ich meine, ich lasse die Leute, die uns Bürger, selber entscheiden. Und wir wollen selber entscheiden. Wir sind schon so weit dafür, dass wir sagen, uns kennen die alle hinterm Bugel abrutschen, die ganzen Politiker. Wir selber wollen die Dinge in die Hand nehmen und sagen, das wollen wir und das wollen wir nicht. Aber sie setzen uns Sachen vor, das, was wir tun müssen. Weil wenn du das nicht tust, dann siehst du schon die Folgen, was du hast. Genau wie in der Arbeit, setzt die Masken nicht auf. Ich bin schwerer Asthmatiker, habe ein paar Allergien und COPD. Ich muss die Masken tragen, obwohl das ja Befreiung kriegen könnte. Aber es heißt dann, entweder du tust dann draußen Klo putzen oder das Lager putzen oder du hörst auf zum Arbeiten. Du wirst kündigt. Also eine unserer Heldinnen, könnte man sagen, die Anita Jareng aus Steyr, auf die wir so stolz sind, aber die jetzt auch schon kräftig wütend ist, wie wir gehört haben. Jetzt ist irgendwann auch bei unseren Lebensmittelverkäuferinnen Schluss mit lustig. Richtig, Frau Jareng?
es ist Schluss mit lustig, weil du kannst sowieso nichts sagen. Teilweise die Leute kommen rein, mit Masken, ohne Masken. Wenn du zu denen was sagst, wegen der Masken, dann hast du gleich, du Trampe, du Depp oder was willst denn von mir? Ich brauche keine Masken oder ich setze die Masken auf, wenn ich will. Ich meine, wir sagen schon gar nichts mehr, wenn die Leute reinkommen, ohne Masken, weil sie wir nicht blöd anmachen lassen wollen. Ich finde, dass unsere Politiker zu wenig tun und dass alles aufgemacht gehört. Weil unsere Wirtschaft ist das, was unser Land am Leben hält. Und wenn wir das einmal nicht mehr kennen, dann sind wir sehr arm dran. Weil Politiker stecken das Geld dort rein, wo es nicht nötig ist. Wenn sie das Geld genommen hätten, das Corona-Geld, was denen Langzeitarbeitslosen gezahlt haben, die was schon mehr als 5 Jahre daheim sind, oder 10 Jahre oder 20 Jahre, wenn sie das genommen hätten für die Impfstoffe, dass wir gescheite Impfstoffe, genug Impfstoffe kriegen, schaut das ganz anders bei uns in Österreich aus. Danke, Frau Jahring. Ich nehme an, ähnlich wütend der Obmann unserer Fiakerfahrer in Salzburg, der Herr Franz Winter, der auch per Skype zugeschaltet ist, auch ein Ö24-TV-Zuschauer. Ich freue mich, Herr Winter, dass Sie mit dabei sind. Warum sind Sie so wütend? Naja, es geht einmal darauf an, also meine Mutter ist 82 Jahre, ist COPD-Lungenkrank, muss 24 Stunden Sauerstoff haben, hat eine Nierenschwäche, also steht vor einer Dialyse. Dann hat es geheißen letzte Woche, sie bekommt jetzt diese erste Corona-Schutzimpfung und eine halbe Stunde vom Termin hat es geheißen, nein, es ist kein Impfstoff nicht mehr da und sie wissen auch nicht, wann sie den Impfstoff nicht kriegen und keine Ahnung, also es ist eine Vertrösterei. Mittlerweile hat es jetzt geheißen, am Montag kriegt es, wir wissen nicht, was für Impfstoff da gespritzt wird. Aber ich finde es grundsätzlich eine Frechheit, weil es ist vor langer Zeit als Kassen, ja, die ganzen gefährdeten Personen, Risikopatienten sollen geimpft werden und auf einmal heißt es, ist kein Impfstoff nicht mehr da. Da muss man schon einmal fragen, was ist das für ein Pandemiekonzept, was unsere Politiker haben? Also ob die überhaupt ein Konzept haben, das ist, was ich mich frage an der ganzen Geschichte. Gut, danke Herr Winter und jetzt kommen wir zur Frau Magister Elisabeth Meyerweg. Sie ist Psychologin aus Niederösterreich, aus Schwechat. Sie hat 2 Kinder, ich nehme an, schulpflichtig oder so in etwa in dieser Richtung. Frau Meyerweg, wie erleben denn Sie die Pandemie? Wie erleben Sie das Seelenleben der Kinder derzeit? Ja, das Seelenleben der Kinder, also es ist ja so, dass diese Maßnahmen, also ich bin auch dafür, es gehört alles, also diese Maßnahmen gehören alle weg, es gehört alles aufgemacht und wieder zurück zur Menschlichkeit. Es ist ja so, es gibt Studien über, also von der Uniklinik Hamburg, die war schon nach dem ersten Lockdown draußen, dass sich sämtliche psychischen Erkrankungen dramatisch verschlechtert haben, vermehrt haben. Das AKH Wien meldet schon, dass die Kinderpsychiatrien übergehen, dass Kinder suizidal sind. Mich erreichen furchtbare Anrufe, E-Mails, Geschichten von Scheußlichkeiten, die man sich gar nicht ausmalen kann. Also Kinder werden, die von der Maskenpflicht befreit sind, die werden abgesondert im Unterricht. Die müssen 3 Reihen hinter den letzten Kindern sitzen und zwar alleine bei geöffneten Fenstern mit der Daunenjacke und frieren dort. Abgesondert, ja. Da ist die Grenze des Sagbaren schon bei Weitem überschritten. Die kriegen psychosomatische Beschwerden, Bauchschmerzen, Schlafstörungen, Schulangst. Das nächste, was wir jetzt haben, ist dieser Testzwang, Testirrsinn. Ja. Abgesehen davon, dass man ja weiß, dass der PCR-Test nicht validiert ist, nicht dazu zugelassen ist, bei Gesunden angewendet zu werden. Da steht ein Beipackzettel drauf, das hat auch der Erfinder des PCR-Tests, der Dr. Carrie Mullis, selbst gesagt. Und darüber hinaus weiß man, dass es keine asymptomatische Erkrankung gibt. Ich meine, es klingt nicht nur wie ein Widerspruch in sich, es ist es auch, ja. Und mit dieser asymptomatischen Erkrankung steht und fällt ja diese ganze Maßnahmenmärchen, weil warum muss ein Gesunder eine Maske tragen? Einen Kranken erkennt man normalerweise. Liebe Frau Magister Meyerweg, und zum Schluss gehen wir noch nach Kitzbühel, nach Tirol. Dort ist unsere Bürokauffrau Elisabeth Posch, die uns sagt, dass sie schön langsam auch zu einer heftigen Kritikerin der Corona-Politik der Regierung wird. Sie versteht das auch alles nicht mehr. Richtig, Frau Posch? Es kann nicht jede Skype-Verbindung funktionieren. Das wissen wir so. Dann schalten wir mal die Frau Posch kurz ab und gehen in eine kurze Werbepause. Und dann wird die Denise Eichelburg diese Diskussion so richtig einmal befeuern. Dann diskutieren wir über all die Dinge, die jetzt andiskutiert wurden, über das Impfen, über den Schullockdown, über die Frage, wie geht es weiter in diesem Land. Und dann werden die Stimmungen aufeinanderprallen.
unser Eventmanager, wie wir sagen. Ich glaube, die Frau Rauch-Kallert hat auch dringend Lust, die Regierung wenigstens ein bisschen zu verteidigen. Und unser gelegentlicher Demo-Teilnehmer wird sich vielleicht auch einbringen. Und vom Herrn Will und vom Herrn Querfeld erwarte ich heftige Wortmeldungen und heftige Streitgespräche und natürlich unsere ziemlich Corona-kritischen Zuseherinnen und Zuseher werden dann auch zugeschaltet sein und auch unsere Tirolerin wird dann eine funktionierende Skype-Verbindung haben. Wir sind gleich wieder da nach der kurzen Werbepause. Jetzt spricht Österreich. Das erste TV-Format, bei dem die Bürger das Sagen haben. Menschen reden mit über Politik, Corona und alles, was das Land bewegt. Kein Maulkorb, keine Tabus. Jeder sagt, was er sich denkt. Bei Wolfgang Fellner und Denise Eichelburg sind die Bürger am Wort. Jetzt spricht Österreich. Nur auf OE24TV. Willkommen zurück bei Jetzt spricht Österreich. Schön, dass Sie weiter mit dabei sind. Ja, unsere Studiogäste, die haben alle noch sehr, sehr viel zu sagen. Und zum Teil wollen sie sich endlich auch hier ein bisschen austoben, rednerisch. Und diese Möglichkeit, die gibt es auch gleich. Und bevor wir zurückkommen zu der Frau Posch aus Kitzbühel, die ein bisschen Tonprobleme hatte, kommen wir jetzt noch einmal kurz im Studio zum Thema des Tages sozusagen, zum Thema dieser Woche. Denn statt Frühlingserwachen gibt es einen Osterlockdown. Und die lang erwartete Öffnung der Schanigärten, die kann man jetzt sowieso vergessen. Es gibt eigentlich stattdessen noch mehr Schließungen und eine Branche, die schon lange geschlossen hat, die sehr darunter leidet und die bisher auch noch nicht zu Wort gekommen ist, ist eben die Kunst- und Kulturbranche. Stellvertretend bei uns ist jetzt KW AHI für diese Branche. Er veranstaltet ja jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, diese Kunstmesse Parallel Vienna, ist mittlerweile international ein Geheimtipp und ist natürlich für viele junge Künstler eine große Chance. Jetzt gibt es keine Messen, da verkauft sich natürlich auch die Kunst nicht so gut. Wie ist denn die Lage? Was können Sie da berichten, Herr Ahi? Also die Künstler haben ja an sich kaum Förderungen. Für die gibt es den Härtefallfonds und sonst nichts. Sie dürfen sich allerdings auch verschulden und sonst gibt es keine Förderungen. Es sei denn, der Künstler ist ein Unternehmen, dann gibt es die ganzen Förderungen, die es halt für Unternehmen gibt. Ich komme aber grundsätzlich auch aus der Nachgastronomie und der Veranstaltungsbranche insgesamt. Und das ist die Branche, die, wie Sie vorgerechnet haben, hat die Gastronomie seit 5 Monaten geschlossen. Die Nachgastronomie und die Veranstaltungsbranche hat seit über einem Jahr geschlossen. Und viele Förderungen, die es in der Gastronomie beispielsweise gibt, Umsatzersatz seit November, Verlustersatz auch seit November, gab es für die Club- und Nachtgastronomie bis dahin nicht. Und sie sind zumindest in den Genuss gekommen, die 5% Mehrwertsteuer Herabsetzung zu genießen. Wenn die Clubs aufsperren, gibt es das vielleicht nicht mehr. Also die Veranstaltungsbranche, und da fallen ja auch Konzertveranstalter rein, das ist eine große Branche, die kommt viel zu kurz, finde ich, bei den ganzen Diskussionen. Ich verstehe auch, dass der Handel, also ich bin auf Ihrer Seite, ich möchte jetzt nicht in eine Konkurrenz zu Ihnen hier irgendwie auftreten, aber ich möchte schon betonen, dass unsere Branche am schlimmsten betroffen ist. Die Veranstaltungsbranche, die Nachtgastronomie und alles, was eigentlich mit, wo Menschen zusammenkommen, ist seit über einem Jahr geschlossen. Und die Förderungen sind dort am schlimmsten und greifen nicht. Und bin gespannt, was sich hier die Politik einfallen lässt. Und es heißt immer, die Bevölkerung ist Corona müde, aber ich sehe jetzt auch in der Politik eigentlich eine Ermüdung, weil wenn die Politiker anfangen, in so einer schlimmen Zeit untereinander zu streiten, anstatt zu arbeiten, sie kriegen ja alle ihre Gehälter, die sind ja gesichert bis zur nächsten Wahl, unsere Gehälter nicht, wir müssen immer unser Geld selber verdienen, wir sind für unser Glück immer selbstverantwortlich gewesen, die sollen bitte gefälligst arbeiten. Wir sehen, dass der Bund auf die Länder losgeht und umgekehrt, dann in der Koalition gibt es Streit und das brauchen wir alles nicht, das ist schon ziemlich frustrierend. In Summe, Corona haben wir sowieso. Also ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass die Politik, sie brauchen Mediatoren oder Psychologen, ich weiß nicht. Sie sollen uns bitte zumindest psychologisch helfen und nicht Affentheater veranstalten, was uns noch zusätzlich frustriert. Ja, das wollte ich sagen, das hat man jetzt eben auch gesehen. Zuerst hat es geheißen, es wird keinen Lockdown geben, den braucht man nicht. Und ein paar Tage später heißt es, jetzt gibt es doch einen Lockdown und dann ist er so kurz.
dann wissen wir alle, dass er eigentlich viel zu kurz ist, um Wirkung zu zeigen. Vielleicht hoffen Sie, dass das Wetter plötzlich schön wird, dass der Sommer jetzt plötzlich kommt nach Ostern, ich weiß es nicht. Also es macht irgendwie alles keinen Sinn und gleichzeitig haben wir natürlich existenzielle Ängste und man muss ja ein bisschen in die Köpfe der Bevölkerung hineinsetzen, ob es jetzt arbeitende Menschen sind oder Unternehmer. Die Politik ist hier gefragt. Natürlich ist es eine schwierige Situation und ich möchte auch nicht Politiker sein, aber wenn ich schon den Job habe und wenn ich mein Gehalt kriege, dann werde ich mich wohl bemühen, einen besseren Job zu machen und hier auf Beamte loszugehen bei der Impffrage oder auf die EU alles abzuschieben, ist ein bisschen jämmerlich. Vor allem, ich weiß nicht, die ganze Welt weiß, dass die Rettung die Impfung ist. Ja? Das wissen wir alle. Und dann heißt es im Winter, es gibt Impfungen und dann verabsäumen wir, genug Impfstoffe zu bestellen. Ich meine, da ist jetzt auch ein neuer Skandal sozusagen aufgepoppt von der SPÖ, hat aufgebracht und als größter Skandal unserer Republik bezeichnet, nämlich dass Gernot Blümel jetzt sehr wohl für eine Deckelung der Kosten gewesen ist, was die Impfstoffbeschaffung betrifft. Es handelt sich um 200 Millionen und er hätte gesagt bis 200 Millionen Euro und nicht einfach, das geht auch ein bisschen drüber, wenn es sein muss. Was sagen Sie denn zu diesem Vorwurf der SPÖ, Maria Rauch-Kallert? Wenn er stimmt, dann widerspricht er dem, was Gernot Blümel behauptet hat, dass es nämlich mehr möglich gewesen wäre. Also ich glaube, das kann ich jetzt nicht von hier aus beurteilen, wer davon recht hat und wer die Wahrheit sagt von den beiden. Wenn es schon geheißen hat, am Beginn der Pandemie, koste es, was es wolle, dann muss das natürlich auch für den Impfstoff gelten. Aber natürlich verstehe ich, also es ist nicht zu wenig Impfstoff bestellt worden, es ist weit mehr als notwendig bestellt worden, es sind 31 Millionen Dosen bestellt worden und davon sind von insgesamt 6 Impfstoffen und von den 4 Impfstoffen, die jetzt schon zugelassen sind, hat die Republik mehr als 18 Millionen Dosen bestellt und auch ist in der Lage, sie zu bezahlen. Und wir brauchen maximal 15 Millionen, denn wir haben 8,7 Millionen Menschen. Die unter 16-Jährigen müssen wir abziehen, das sind dann bleiben 7,5 Millionen. Wenn ich 2 Dosen pro Impfung veranschlage, bei Johnson & Johnson braucht es nur eine Dosis sein, dann sind das 15 Millionen Dosen. Also Impfstoff wäre genug bestellt. Die Frage ist, wann er geliefert wird. Ja, warum und das haben liegt Länder jetzt schon wesentlich mehr Impfungen verhältnismäßig bekommen? Ja, Österreich ist im Moment wirklich noch unbefriedigend viel geimpft, sage ich jetzt. Das ist das Problem der Lieferfähigkeit oder Lieferwilligkeit von AstraZeneca. Ich kann das nicht beurteilen. Wenn es stimmt, dass zum Beispiel AstraZeneca in Italien 26 Millionen Dosen gebunkert hat, wie ich heute in den Zeitungen gelesen habe, dann ist das völlig indiskutabel. Die gehören natürlich ausgeliefert. Mir missfällt aber auch die Diskussion, die jetzt mit Exportsperren geführt wird. Denn wenn die EU Exportsperren macht, werden wir Exportsperren hereinbekommen mit den Rohstoffen, die man für den Impfstoff braucht. Es ist ja so, dass man für die Impfstoffe, die entwickelt wurden, gewisse Rohstoffe braucht, die offensichtlich nicht alle aus Europa kommen. Und das zeigt wieder ein viel größeres Problem, das ja auch die Pandemie schon gezeigt hat. Wir müssen wieder lernen, regionaler zu denken und auch in der eigenen Region zu produzieren. Das beginnt bei den Masken, und zwar korrekt bei den Masken, und endet bei den den Lebensmitteln sind wir sehr gut, Gott sei Dank. Also das hat die Pandemie gezeigt, dass wir gute Selbstversorger sind, wenn es drauf ankommt. Aber das muss auch für Medikamente gelten. Wir können nicht alles nach Asien verlagern und die Pharmafirmen nach Asien auslagern lassen. Das geht einfach nicht. Also das sind Lehren, die die Welt wahrscheinlich auch gelernt hat aus diesen letzten 12, 14 Monaten. Und aus denen sie hoffentlich auch wirklich die richtigen Schlüsse ziehen wird. Mhm. Gibt es da noch einen Wunsch dazu, etwas zu sagen? Zu dieser? Ja.
Bitte, Herr Neuherz. Es sei nur gesagt, der Lebensmittelhandel und damit auch der gesamte österreichische Handel hat von Beginn an mit der Politik sehr eng kooperiert und der Handelsverband als überparteiliche Interessenvertretung hatte genau 3 Tage Zeit, um den Wunsch der Bundesregierung zu erfüllen, die Bevölkerung mit Masken erst auszustatten. Nachdem wir das auch sehr kurzfristig erfahren haben, hat sich natürlich auch der Weltmarktpreis geändert und es war sehr, sehr viel an hemdsärmeliger, agiler Vorgehensweise erforderlich, um das so zu schaffen, Werk in Asien umzustellen auf Maskenproduktion, gleichzeitig alle 4 Mitarbeiter zuständige Masken, die noch nicht gesetzlich vorgeschrieben waren, in anderen Ländern zusammenzuziehen und für die Konsumenten nach Österreich zu liefern. Beim zweiten Mal haben wir es wieder kostenfrei ausgestattet mit FFP2-Masken und ja, die Lebensmittel wurden angesprochen, Regionalität ist ein großer Trend, der extrem wichtig ist. Und wir im Handel haben halt einfach gelernt, wenn ein Lieferant ausfällt, braucht man einen zweiten oder einen dritten, weil ich kann auch im Internet bestellen, wenn es nicht ankommt, ist es nicht geliefert und dann ist es nicht befriedigend. Und daher wäre es extrem wichtig, dass man einfach diese Impfstoffbeschaffung mit den besten Beschaffungsexperten des Landes vorantreibt. Wir haben oftmals auch hier darauf hingewiesen und deswegen ist es natürlich bedauerlich, denn ich darf nur eines sagen, ich halte nichts davon, wenn wir jetzt hier inszenieren, welche Branche, welcher geht schlechter und welcher besser, weil es geht uns allen schlecht. Und es ist so, dass beispielsweise der Handel pro Woche harter Lockdown 1 Milliarde verliert. Der Finanzminister verliert nirgendwo wenig mehr Mehrwertsteuern als durch 1 Woche Lockdown im Handel. Und ich möchte schon auch sagen, wer ist der Handel? Der Handel sind 600.000 Beschäftigte, es sind Unternehmer, die Mut bewiesen haben, auch über den Handel hinaus durch die Krise durchzukommen. Die haben die private Familie mit den Ängsten, aber auch die berufliche, weil vielfach Mitarbeiter und Unternehmer gerade im mittelständischen Bereich auch zusammengehören. Und deswegen haben wir auch einen Corona-Masterplan vorgeschlagen, wo wir sagen, Arbeitsplätze retten, halten und Neuanstellungen fördern, damit wir aus der Krise auch mit einer Arbeitsplatzkraft rauskommen. Gleichzeitig, während wir uns da über Eintrittstests unterhalten, wo wir uns nicht umarmen, wenn wir einkaufen gehen, profitiert nur einer und das ist Amazon, der digitale Gigant. Und leider ist es eben so, dass die Unternehmen mit Betriebsstätten in Österreich sich mit Luftsteuern, Mietvertragsgebühren aus diesem föderalen Korsett herumärgern, während die Online-Händler frei wie Vögel agieren. Und daher wäre es schade, wenn wir aus dieser Krise nichts gelernt haben. Und wenn wir was lernen, dass zu viel föderal auch nicht gut ist, das lernen wir gerade im Impfbereich, in allen anderen Bereichen. Mhm. Herr Neuherz, Sie wollten auch noch etwas sagen? Ja, wenn wir jetzt auf die Impfungen ausgehen und wegen der Bestellung. Wie kann es sein, dass ein Herr Blümel 200 Millionen Deckelung für die Impfungen gibt, aber sich ihr eigenes PR-Gage auf 210 Millionen erhöhen? Also das steht irgendwie nicht der Relation, oder ist die Werbung wichtiger als die Impfung? Ich meine, ich bin nicht wirklich ein Impfungsfan, weil ein Impfstoff, der was innerhalb von einem Jahr produziert worden ist, kann für mich persönlich nicht ausreichend getestet sein, meiner Meinung nach. Das ist aber auch meine Meinung und vielleicht von vielen anderen Personen. Es ist halt einfach so. Aber was ich trotzdem nicht verstehe, wie kann trotzdem die PR wichtiger sein als eine Impfung? Israel hat es genauso geschafft, sich die Impfungen zu holen. Sie haben vielleicht ein bisschen mehr Geld investiert. Dann stecke ich ein bisschen weniger Geld in die Werbung, dafür mehr in den Impfstoff, wenn das unsere Rettung ist. Ja, die Werbung war der Versuch, die Bevölkerung immer wieder auf diese Impfungen und auf die Verhaltensweisen in der Pandemie auch entsprechend vorzubereiten. Wobei ich mich auch wundere, dass es mehr braucht, weil ja alles, was im ORF läuft, kostenlos läuft. Das wird ja auch immer gesagt, dass der ORF diese Maßnahmen oder diese Werbeeinschaltung kostenlos durchführt. Ich kann dazu auch nichts sagen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass dieser Impfstoff oder diese Impfstoffe, unabhängig von dem, also die in Europa zugelassen wurden, haben alle Testungen durchlaufen, die für einen normalen Impfstoff notwendig ist. Sie haben sie nur schon parallel während der Entwicklungszeit durchlaufen. Aber wir haben hier dann den Realtest. Also noch nie wurden so viele Menschen in so kurzer Zeit weltweit mit Impfstoffen geimpft. Und wir wissen, dass es Gott sei Dank bei den vier zugelassenen Impfstoffen kaum Nebenwirkungen gibt. Ich höre, dass auch der russische Impfstoff sehr gut sein soll, aber da würde ich mich nicht darauf verlassen, was an Nebenwirkungen gemeldet und nicht gemeldet wird. Aber die 4 Impfstoffe, die zugelassen sind in Europa und auch teilweise weltweit,
die sind in so kurzer Zeit an so viele Menschen verimpft worden mit so geringen Nebenwirkungen. Und es gibt kein Medikament, das im Prinzip keine Nebenwirkungen hat. Denn schon vor mehr als 100 Jahren hat ein Wissenschaftler gesagt, ein Medikament, das keine Nebenwirkungen hat, hat auch keine Wirkungen. Weil es muss ja im Körper etwas auslösen, nämlich eine Immunabwehr. Wir haben jetzt aber weniger das Problem, es gibt vielleicht Leute, die der Impfung kritisch stehen, so wie er zum Beispiel. Aber das Problem haben wir nicht, die Leute wollen sich eh alle impfen lassen, wir haben nur keine Impfung. Nein, noch nicht alle, aber Gott sei Dank viele, aber es ist zu wenig Impfstoff im Moment da. Also Impfen ist das eine Thema, das andere Thema ist die sogenannte Bestrafung durch die Regierung, so empfinden das viele Menschen. Jetzt vielleicht noch einmal zurück zu den Schulen, weil das doch ein Thema ist, das viele Menschen betrifft, die Kinder haben, die jetzt auch Angst haben, wie schaut es aus beim Distance Learning, ich kann mein Kind nicht mehr zu Hause betreuen, ich muss es zur Betreuung in die Schule schicken, wenn jetzt ein Corona-Fall auftritt in der Klasse, das wird ja jetzt verschärft, also bei einem Fall muss gleich die ganze Klasse nach Hause, das Gleiche gilt dann auch für die Betreuten. Wie kann man diese Eltern da jetzt beruhigen oder wie wird das gehandhabt? Was sind die großen Herausforderungen generell, Herr Himmer, jetzt im Schulbereich in den kommenden Wochen? Und deswegen verstehe ich natürlich auch den Frust, der da ist. Also ich bin ja der Letzte, der sagt in der Früh aufsteht und sagt, hurra, endlich wieder ein Tag, wo wir uns mit Corona-Maßnahmen beschäftigen müssen. Denn das ist das Letzte, was wir alle miteinander tun wollten, weil wir hätten wahrscheinlich viele andere Pläne gehabt, auch in den nächsten Jahren gehabt mit unseren Unternehmen, mit unseren Zuständigkeiten, auch mit unserem Privatleben. Deswegen verstehe ich auch den Herrn Neuherz, weil man will besonders in dem Alter nicht hören, das wird vielleicht irgendwann einmal wieder und die vielen Matura-Feiern, sage ich jetzt mal, oder Abschlussfeiern oder nach einem Lehrabschlussprüfung gefeierten Feste, die alle ausgefallen sind, machen niemanden glücklich. Deswegen verstehe ich den Frust und ich verstehe natürlich auch, und geht mir auch oft so, wenn ich Medien konsumiere, wenn ich Politikerinnen und Politikern, aber auch Expertinnen und Experten zuhöre, dass ich oft manches nicht mehr verstehe und nachvollziehen kann. Trotzdem, und das ist, glaube ich, wichtig, und so sehe ich das auch jetzt, und jetzt komme ich dann auch gleich zu Ihrer Frage, wie das mit der Betreuung in den Schulen ist, müssen sich Menschen auf etwas verlassen können. Das ist ganz zentral und ich glaube, es gibt bestimmte Dinge, auf die muss man sich verlassen können. Also zum Beispiel auf die Gesundheitsversorgung. Also ich muss mich darauf verlassen können, dass wenn mir was passiert, wenn meiner Tochter, meinem Sohn was passiert, meiner Frau was passiert, wenn auch immer was passiert, dass jemand im Spital, im niedergelassenen Bereich da ist, der mich versorgen kann und zwar optimal versorgen kann. Und deswegen verstehe ich, dass die Politik jetzt sagt, auch im Wissen vielleicht, ich bin auch nicht davon und restlos überzeugt, ob jetzt der Handelsschließung den Virus ausrotten kann, ob die Schulschließung den Virus ausrotten kann. Aber wenn es die Chance bietet, dass wir die Gesundheitsversorgung dadurch sicherstellen können, dann ist dieser Weg meiner Meinung nach zu gehen. Was wichtig ist, und jetzt komme ich zur Betreuung, man kann Eltern und Familien nicht dabei alleine lassen. Und da haben wir schon erlebt, dass in den vergangenen Monaten zum Teil ein bisschen sozusagen, dass die Botschaft bleibt zu Hause, sehr schnell weiterverbreitet wurde und nicht unbedingt daran gedacht wurde, was heißt das für die Familie. Und es leben nicht alle auf sozusagen großen Gartenflächen, besonders nicht in den Städten, wo man draußen herumspaziert und jeder hat einen Laptop dabei und kann frohlockend als Sechsjähriger dem Buchstabenlernen folgen. Also alle, die ein bisschen sozusagen mit Erziehung, mit Pädagogik, auch mit Kindern zu tun haben, wissen, das funktioniert so nicht. Was wir immer garantiert haben in Wien, Betreuung an den Schulen wird es geben, für alle, die dies brauchen. Und zwar auch dann, wenn, Sie haben es angesprochen, wenn zwei Fälle im Kindergarten, im Volksschulbereich, auch in anderen in höheren Schularten sind, die Corona-positiv sind, in derselben Klasse, in derselben Gruppe, dann muss diese Klasse als Klasse geschlossen werden. Die, die aber Betreuung brauchen, weil es nicht anders geht, die werden diese Betreuung auch bekommen. Das ist für uns und für alle Beteiligten ein enormer Organisationsaufwand, aber der ist es wert. Weil wir wissen, und die Psychologin hat es ja auch angesprochen über das Skype-Interview, wo ich mich übrigens bedanken möchte bei allen, die da mit diskutieren, weil jeder von uns kann sich in dieser Situation auch aller dieser Menschen hineinversetzen. Wir müssen sicherstellen, dass keine Familie alleingelassen wird bei der Frage, was tue ich mit meinen Kindern, wenn ich gleichzeitig berufstätig bin, so wie auch angesprochen worden ist, keine Alternative auch hat, dann kann es nicht sein, dass wir, egal hin, Corona her, sagen, wir als sozusagen System, als Bildungssystem, als Politik, sagen, das ist Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger, weil wir sind ja sehr froh und stolz darauf, als Österreich ein Sozialstaat zu sein, der auf die anderen schaut, auch auf die, die weniger haben, auch auf die, die nicht selber sozusagen sich das alles richten können. Und das ist unser Job und daher wird es auch nach den Osterferien, auch übrigens in den Osterferien gibt es Betreuungsmöglichkeiten in den Bundesländern und auch in Wien ganz besonders. Auch nach den Osterferien wird es für alle, die Betreuung brauchen, Betreuung geben. Das heißt, das ist natürlich jetzt eine Entscheidung, die die Eltern treffen müssen. Es ist keine leichte Entscheidung. Soll ich mein Kind in die Schule geben? Soll ich
Urlaub nehmen. Das wäre natürlich schön, aber das ist leider nicht beschlossen worden im Nationalrat, von der Bundesregierung leider nicht umgesetzt, dass es eine Sonderbetreuungszeit gibt, also dass man nicht zusätzlich Urlaub nehmen muss. Damit stehen manche Eltern mit Sicherheit vor der Herausforderung, besonders Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher, kann ich mir das leisten, jetzt zu Hause zu bleiben? Aber für alle die, die sich das nicht leisten können und auch nicht leisten wollen, und weil auch Schule, finde ich, der richtige Ort für Kinder und Jugendliche ist, genauso wie der Kindergarten, das ist die Möglichkeit geschaffen worden, mit sicheren Testvarianten, mit Masken, mit Abstand, auch weitestgehend Schutz zu bieten. Hundertprozentige Sicherheit haben wir hier nicht im Studio, sind aber trotzdem da, weil es wichtig ist, darüber zu reden. Und hundertprozentige Sicherheit haben wir auch nicht, wenn wir rausgehen. Trotzdem müssen wir und wollen wir das auch weitermachen. Und das ist auch das Ziel für die Bildung, nämlich einerseits sicherzustellen, dass kein Kind zurückgelassen wird. Und wir sehen es und hören es ja auch, das kann man nicht leugnen. Es gibt schon Auswirkungen natürlich dieser Isolation. Es gibt Auswirkungen auch im psychischen Bereich von vielen Kindern und Familien. Und alle, die schon mal erlebt haben, in Quarantäne zu sein, sozusagen alle zu Hause in der Wohnung nicht raus zu dürfen, das ist eine extreme Belastung. Und wir müssen wirklich schauen, dass wir schnell und schleunigst auch Möglichkeiten haben, statt Lockdowns auch andere Alternativen zu finden, zu schützen. Impfen wäre meiner Ansicht nach der beste Weg, damit wir endlich wegkommen von dieser Diskussion, wer sperrt auf, wer sperrt zu, wie lange und was ist wichtiger oder was ist weniger wichtig. Frau Meyerweg, Sie schütteln gerade mit dem Kopf, haben aber jetzt vom Herrn Himmer sozusagen Blumen gestreut bekommen. Wie sehen Sie die Aussagen und die Beschwichtigung, die jetzt Herr Himmer hier in Bezug auf die Eltern tätigt? Ich finde auch, dass Distance Learning überhaupt, Distance Learning, der Begriff alleine schon, stoßt mir sauer auf. Aber was ich auch sagen möchte, es kann nicht sein, dass der Schulunterricht gekoppelt ist an lauter Erpressergeschichten. Entweder du lässt dich testen, unabhängig davon, ja, wie es einem Kind dabei geht, wenn es vor der ganzen Klasse, ich weiß es ja, mich erreichen diese Geschichten, ja, wenn es vor der ganzen Klasse untersucht wird, ja, und dann warten muss auf das Ergebnis und beweisen muss, 2-3 Mal die Woche, dass es gesund ist. Ob wir gesund sind oder krank, ist etwas, das wir normalerweise sehr, sehr deutlich spüren. Und hier wird versucht, dieses Gefühl, das wir haben für unseren Körper, abzuspalten. Abgesehen davon, dass ich weiß, dass Kinder sich übergeben nach den Testungen, vor den Testungen, vor lauter Angst, positiv zu sein und was dann mit ihnen passiert, dass andere mit den Finger auf sie zeigen. Ich finde, das ist eine Ungeheuerlichkeit. Und noch einmal, es gibt keine asymptomatische Ansteckung, damit ist aufgeräumt worden. PCR-Test ist an Gesunden nicht anzuwenden. Das steht auch schon auf der WHO-Seite. Das, ich meine, ist zu akzeptieren. Das Nächste, was ich sagen wollte, diese Maskengeschichte, ich finde es ungeheuerlich, dass 10-Jährige den ganzen Tag in der Schule Masken tragen müssen. Die atmen dadurch wie durch einen Strohhalm. Das verändert die Stellung der Bronchien. Es gibt Studien, die belegt haben, dass die gesundheitsschädlich sind. Es gibt keine einzige Studie, die Unbedenklichkeit dieser Maßnahme bestätigen kann. Da fängt es an. Und abgesehen davon sind sie vollkommen nutzlos. Aber obendrein schädlich, das geht überhaupt nicht. Ist ganz klar. Und ich wollte auch noch etwas sagen, also das stimmt ja mal überhaupt nicht, dass sich alle impfen lassen wollen und nicht mal annähernd alle. Also das ist einfach unwahr. Und zu sagen, die Impfung, alle Phasen der Impfungen wurden halt im Schnellverfahren abgeschlossen. Wie kann denn das sein, wenn man eine Impfung 8 bis 10 Jahre testen muss, um überhaupt ausschließen zu können, dass sie krebserregend ist, so wie es bisher war? Und Langzeitstudien, wie packt man denn das? Wie will man denn wissen, ob etwas nach 5 oder 8 Jahren krebserregend ist, nach einem Jahr oder nach 3 Monaten, also wie sich das ausgeht und wie man das anstellt, das würde ich gerne mal wissen. Darüber hinaus, was mir ganz wichtig ist, sämtliche Maßnahmen erfüllen den Tatbestand der Nötigung. Nötigung über Kinder. Wenn ein Kind sagt, es möchte keine Maske tragen, dann trägt es keine. Ich verstehe nicht, wie man sich der Macht bedienen kann oder möchte, über die Quelle der Frischluftzufuhr eines Kindes zu verfügen. Da ist bei mir Schicht im Schacht und ich finde langsam einmal, gehört Schadensbegrenzung betrieben und nichts anderes. Weil die Stärke eines Volkes bemisst sich am Wohl der Schwächsten und das sind die Kinder, um denen geht es einfach schlecht. Und das zeigen die Zahlen, das zeigen alle Statistiken. Ich weiß es, die Kinder weinen vor der Schule, weil sie die Masken nicht tragen wollen und sie weinen danach, weil sie ihre Freunde nicht berühren durften. Abstand halten ist inhuman. Der Mensch kann ohne Berührung nicht leben. Und ich möchte es mal sagen, das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Wie nah wir jemand anderen kommen, entscheiden wir selber. Ja? Selbstverständlich immer im gegenseitigen Einverständnis. Aber
wir Erwachsenen sind zumindest keine kleinen Kinder, also die sich von oben herab aufdrücken lassen müssen, wem sie jetzt nahe kommen dürfen oder nicht. Meine Mutter wohnt nicht im gemeinsamen Haushalt mit mir und wenn ich die wo treffe und ich möchte sie umarmen, dann mache ich das. Und natürlich ist sie so geistesgegenwärtig einzuschätzen können, ob sie das auch möchte. Ich weiß nicht, worüber man da verfügen muss und möchte, wie die Menschen sich verhalten. Noch dazu, wenn diese ganze Zahlengeschichte im Hintergrund sowieso zum Himmel stinkt, das kann ich auch noch genauer ausführen, aber am schlimmsten für mich von der psychologischen Seite ist, dass diese Maßnahmen nicht nur komplett unlogisch sind, also es werden Krankenhäuser schließen am laufenden Band, Abteilungen werden geschlossen während der Pandemie, das Gesundheitsbudget wird gekürzt, dafür das Pressebudget erhöht. Im Sitzen die Maske tragen, wenn man aufsteht, dann trägt man sie nicht und wenn man dies macht, dann muss man am linken Bein hüpfen und sonst am rechten Bein. Also es ist rein Willkür, ein reiner Willkürakt. Deswegen ist es auch mit dem heutigen Tag zum 30. Mal vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig entblößt worden. Und ich finde, jetzt ist einmal Schluss damit. Wie weit soll es noch gehen? Und es ist umso schlimmer, als dass die Dinge, die bereits als verfassungs- und gesetzwidrig, also es ist eines der höchsten Güter, die wir haben in Österreich, deklariert wurden, ein weiteres Mal und damit nicht genug, ein weiteres Mal, 30 Mal möchte ich es jetzt nicht sagen, wieder verordnet werden und wieder. Und warum wird es gekippt? Weil der Verordnungsakt leer ist, weil keine Evidenzen vorhanden sind. Das heißt, Sie setzt auf Eigenverantwortung, darf ich das zusammenfassen? Ja, Sie können gern drauf. Das heißt, ich bin selbst dafür verantwortlich, ob ich auf die Intensivstation lande oder nicht, sofern Platz dann dort ist. Es war schon immer so, oder? Abgesehen davon, also das wollte ich eh sagen, diese Zahlengeschichte, Intensivstationen, ich habe das recherchiert. Jedes Jahr wird getitelt, dass die Intensivstationen zu bestimmten Jahreszeiten, also im Winter hat man halt eine gewisse Übersterblichkeit, immer schon. Das steht also schon seit Jahren, seit 10, 20 Jahren immer wieder Intensivstationen voll Grippe. So viele Grippefälle, alles quillt über, es sind schon wieder die Intensivstationen voll. Das ist nichts Neues und trotzdem hat man seit 10 Jahren baut man die Betten ab. Wir hatten, Moment, ich habe es mir nicht rausgestrichen, das habe ich von Statista. Es waren 1990 waren es noch 8,1 Betten und jetzt sind wir bei 5,3. Also was passiert hier eigentlich? Frau Meyerbeck, lassen wir mal die Frau Maria Rauch-Kallert darauf antworten. Die hat schon ein bisschen mit den Augen gerollt, dass sie das gehört hat, was Sie hier vorgetragen haben. Frau Rauch-Kallert, was können Sie darauf replizieren? Liebe Frau Meyerbeck, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass weder Sie noch Ihre Kinder irgendwann einen Unfall haben in dieser Zeit und die Intensivbetten sind alle belegt. Ich möchte da wirklich dem Heinrich Himmer beipflichten, der gesagt hat, dass es darum geht, das Gesundheitssystem, das Gott sei Dank noch ein gutes ist. Und in Österreich, ich gebe Ihnen recht, es wurde immer darüber diskutiert, die Intensivbetten abzubauen. Es wurden weitaus weniger abgebaut, als immer verlangt wurden, Gott sei Dank, weil das heißt, dass wir jetzt genug gehabt haben. Und es wird uns auch eine Lehre sein, dass wir diese Mehrkosten in Zeiten von Nicht-Pandemien auch tragen werden, damit wir dann die notwendigen Betten haben, wenn wir es brauchen. Im ersten Lockdown ist es uns gelungen, durch eine sehr frühzeitige Schließung das System nicht zu überlasten. Das heißt, die sind Gott sei Dank damals nie an die Grenze gekommen und wir konnten dann langsam ab Mai wieder aufmachen. Das wurde aber dann der Regierung zum Vorwurf gemacht, sie hätte übertrieben. Im zweiten Lockdown ist das Ganze zu spät, meines Erachtens, doch getroffen worden, sodass uns dann die Krankheit davon galoppiert ist und wir viel zu viele Todesopfer hatten in diesem zweiten Lockdown, die nicht notwendig gewesen wäre. Die Übersterblichkeit war zu den normalen Wintern plus noch ein paar Tausend mehr. Also es stimmt schon, es sind jedes Jahr sterben 1500 Menschen in Österreich an Grippe, weil die Menschen auch schwer zu überzeugen waren, sich Grippeschutz impfen zu lassen. Nur 8% haben sich Grippeschutz impfen lassen. In diesem Jahr war der Grippeschutzimpfstoff im Oktober bereits vergriffen, weil es geheißen hat, es würden
würde der Grippeimpfstoff einen gewissen Schutz auch gegen Corona bieten. Also da hat sich auch etwas in den Köpfen verändert und ich gebe Ihnen recht. Ich habe es auch schon dem Herrn Amann gesagt, dass bis jetzt die Bereitwilligkeit zur Impfung erst bei etwas über 60% ist, also 61%. Nicht, bei weitem nicht alle wollen sich impfen lassen. Es ist auch legitim, es gibt ja auch keinen Impfzwang und es wird ihn meines Erachtens auch nicht geben. Und es wird einfach notwendig sein, jetzt unsere Spitäler, unser Krankenhauspersonal, unsere Ärztinnen und Ärzte, unser Pflegepersonal zu schützen. Denn selbst wenn sie alle geimpft sind, sie kommen an die Kapazität ihrer Leistungsfähigkeit. Und Sie sind klinische Psychologin und Sie haben, nehme ich an, auch zumindest in der Ausbildung an einer Klinik gearbeitet. Sie wissen das. Intensivbetten sind ja nicht nur Apparate. Intensivbetten müssen ja von Personal, von hochqualifiziertem Personal betreut werden. Und die sind im Osten Österreichs bereits an der Grenze. Das heißt, wir überlegen jetzt schon, ob wir nicht in andere Bundesländer möglicherweise Kranke verlagern müssen, damit sie dort optimal betreut werden können. Denn wenn eines ihrer Kinder, mein Enkelsohn, auf dem Schulweg von einem Auto angefahren wird und ein Intensivbett braucht, dann hätte ich auch gern, dass er es bekommt mit der dann notwendigen Betreuung. Aber das muss halt dann auch frei sein. Vielleicht eine Sache noch dazu, da verstehe ich halt wirklich nicht ganz, warum man diese Learnings aus der ersten Welle nicht in dem Ausmaß mitgenommen hat, wo man ja das alles erlebt hat. Und wir reden immer von Fachkräften. Weil man sich vor dem Lockdown gefürchtet hat. Ja, ja, aber wir reden immer von Fachkräften. Und die Intensivbetten müssen ja auch in guten Zeiten unsere Versicherung sein, dass genau sowas nicht passiert. Und wenn man es jetzt aus Bundesländern nicht hin und her bekommt, muss man halt schauen, dass man vielleicht in anderen Ländern, wo nicht so eine Notsituation wie in Österreich besteht, wenn man das Kind beim Namen akquiriert und dafür auch dann mehr Intensivbetten stellen kann. Ich kann nur die kleine Rechnung machen. Wir verlieren 1,6 Milliarden, Milliarden pro Woche, wenn die Wirtschaft runtergefahren ist. Das heißt, Hunderttausende Menschen verlieren ihre Existenz und die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer. Und daher muss es einfach einen Weg geben, dass man zum einen auch die richtigen Schritte setzt, bis man diesen Teilbereich realisiert hat. Ich nenne das Beispiel Eintrittstests. Es ist jetzt beschlossen worden in den drei Bundesländern, was passiert. Man hängt es dem Non-Food-Handel oder fast dem ganzen Handel um, sodass praktisch dort, wo sogar alle politischen Entscheidungsträger des Landes gesagt haben, wo kein Corona-Hotspot ist, werden jetzt Tests verlangt. Damit werden Verkäuferinnen und Verkäufer zu Securities gemacht von Unternehmen, die jetzt schon total im Konkurs hängen oder kurz vorm Konkurs stehen, anstatt dass man ein Klima der Zuversicht versucht zu generieren, das wir seit Monaten vorschlagen, indem man hergeht und sagt, jeder, der sich freiwillig testen lässt, kriegt einen 20-Euro-Gutschein oder einen 10-Euro-Gutschein oder einen 50-Euro-Gutschein, dann gibt es einen Test und man würde genau jene mobilisieren, die einen Beitrag leisten für die Gesamtgesundheit und nicht mit so einem Zwang, der noch dazu mehr an Leid, Kosten, psychologisch, sozial und wirtschaftlich verursacht veranstalten. Und das ist das, was alle Händler im Land kritisieren, weil es einfach nur unintelligent ist, unpraktikabel ist und ein Zeuge einer Denke, die so weit weg von der Praxis ist wie der Mond von der Erde. Und das ist das, was uns schmerzt, denn es ginge anders, da braucht man gar nicht so weit nachdenken, sondern es ginge ein anderer Weg, der für alle ein positiverer Weg sein könnte und das bedauern wir sehr. Wir reden in Kürze weiter, müssen jetzt in eine ganz kurze Werbepause, aber es kommen jetzt alle noch zu Wort, die darauf was sagen möchten, auch die Frau Meyerbeck. In einer ganz kurzen Pause sind wir wieder zurück, bleiben Sie dran. Jetzt spricht Österreich, das erste TV-Format, bei dem die Bürger das Sagen haben. Menschen reden mit über Politik, Corona und alles, was das Land bewegt. Kein Maulkorb, keine Tabus. Jeder sagt, was er sich denkt. Bei Wolfgang Fellner und Denise Eichelburg sind die Bürger am Wort. Jetzt spricht Österreich. Nur auf OE24TV. Willkommen zurück bei Jetzt spricht Österreich. Schön, dass Sie weiter mit dabei sind. Ja, im Studio gehen die Emotionen hoch, auch während dieser Werbepause. Und auch bei unseren Skype-Gästen, die jetzt noch nicht alle zu Wort gekommen sind. Das holen wir aber auch gleich nach. Zuvor allerdings noch das große Thema, nämlich bei diesem Oster-Lockdown-Paket, sind ja diese Zutrittstests, die ja danach, nach Ende dieses Lockdowns, auch für den Handel kommen sollen. Und darüber wird ja jetzt auch ganz offen gesprochen. Das scheint jetzt schon eine ausgemachte Sache zu sein.
Jetzt hat Rainer Treffelig, der Obmann der Bundessparte Handel, gesagt, aus Solidarität mit dem Handel sollten auch die Supermarktketten, also auch der Lebensmittelhandel, diese Tests durchführen oder verlangen. Wie sehen Sie das, Herr Rainer Will? Ich glaube, bei Ihnen gehen ja auch die E-Mail-Fächer jetzt schon über vor lauter verzweifelten Bürgern, die Ihnen schreiben. Ja, also der Handelsverband als überparteiliche und freie Interessenvertretung hat sich kategorisch gegen diese Eintrittstests ausgesprochen. Und eine nicht treffsichere Maßnahme wird nicht besser, wenn man die noch verbreitert und auch noch die Supermärkte einbezieht. Er hat ja gemeint auch Solidarität. Ja. Aber ich glaube, er wollte damit ja vielleicht auch darstellen, wie absurd das vielleicht ist. Oder sehen Sie das nicht so? Also wir sehen es so, dass es für den Handel die falsche Maßnahme ist, weil eben 4 von 5 Österreicherinnen und Österreicher sagen, nein, dann komme ich nicht ins Geschäft, wenn ich einen Eintrittstest herzeigen muss. Damit würden wir 2/3 aller Umsätze verlieren und es sind über 50.000 Arbeitsplätze akuttest gefährdet, allein im Osten in Österreich. Und die Supermärkte, da möchte ich schon eines sagen, es gibt ein Menschenrecht auf Nahrung und das steht über allem. Und mich erreichen genauso Zuschriften von 70-jährigen Damen, die sagen, ich habe in der ländlichen Region, wenn ich ein Packerl Milch kaufe, nicht die Möglichkeit, auch von meiner Mobilität sofort eine Testung zu machen. Und wir müssen auch auf jene achten, die die Schwächsten in der Gesellschaft sind, Bedürftige, teilweise Menschen auf der Straße, die überhaupt nicht wissen, dass sie dann nicht mehr ins Lokal kommen oder ins Geschäftslokal oder in den Supermarkt und dann Hunger leiden. Also das kann kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Also ich meine, ich verstehe alles. Jetzt lebe ich ja selber mehr leidenschaftslos als leidenschaftlich mit den Eintrittstests in der Schule. Wir haben es eh schon andiskutiert. Ich will jetzt gar nicht über die Frage der Menschenrechte diskutieren, weil das ist natürlich ein Grundrecht an Freiheiten, die wir verteidigen müssen. Aber sozusagen, es gibt natürlich einerseits die Möglichkeiten, sich auch Essen zustellen zu lassen. Das ist ja erfreulicherweise ein Trend, der durchaus auch schon vor Corona da war. Zweitens zu sagen, dass dieses Testen sinnlos ist, da würde ich jetzt aus der Schulerfahrung, und das ist jetzt sozusagen einige Wochen Praxis so, dass dieses Testen sehr viel geholfen hat. Wir haben einen Rückgang, weil es gibt ja diese Gurgelstudie, vielleicht haben ja manche mitbekommen, wo wirklich ein Schnitt in Österreich erhoben wird, wie viele unentdeckte Corona-Positivfälle gibt es. Und wir sehen, dass das zurückgegangen ist. Wir hatten über 1% nicht entdeckte Corona-Fälle in Schulen vor diesem öfteren Testen, auch mit diesen Schnelltests, und haben jetzt 0,21% nicht erkannte Corona-Positivfälle in den Schulen. Das heißt, es wirkt dieses Testen etwas. Und jetzt gebe ich Ihnen recht, positive Motivation wäre wahrscheinlich besser. Also zu sagen, wenn du das tust, bekommst du einen Gutschein von 10 € oder was auch immer. Ich bin immer, glaube ich, auch als Pädagoge froh, wenn wir positiv verstärken, als zu sagen, sonst kommst du ins Gefängnis. Das glaube ich auch. Allerdings zu sagen, das Testen ist sozusagen das Schlimmste, was dem Handel passieren kann, der Gastronomie oder was auch immer, Veranstaltungen, glaube ich, werden wir alle, werde ich mich, glaube ich, auch berückter fühlen, wenn ich getestet bin, zu einem Konzert in ein Theater darf, einmal mich vergessen. Auch sozusagen die ganze Kulturlandschaft, besonders in Wien, die jetzt seit einem Jahr mehr oder weniger nicht geöffnet hat, wenn dort alle getestet sind und man darf dadurch hinein und es ist der Eintritt dadurch möglich, da geht es ja auch nicht nur alleine sozusagen um ein einzelnes Geschäft, dann haben wir das, glaube ich, dann hätten wir schon einen Sprung nach vorne gemacht, wo dann könnte die Nachgastronomie zum Beispiel aufstehen, dann könnte vielleicht auch Kultur wieder stattfinden, dann könnte man auch wieder ein Privatleben haben. Weil zu sagen, ich lasse mich nicht testen, impfen lasse mich auch nicht, hätte aber gern alles offen, weil das ist mein Menschenrecht, da muss ich ganz ehrlich sagen, da und da hört für mich sozusagen auch das Menschenrecht auf, wenn ich alle anderen gefährde, weil ich auch selber sage, ich glaube an das alles nicht, das, was die Expertinnen, Ärztinnen und Medizinerinnen und Mediziner sagen. Also da finde ich, tut man schon auch das Kind mit dem Bade ausschütten. Das hat aber niemand erwähnt und ich möchte auch außer Streit stellen, dass der Handel sich vollkommen als Partner für die der Bundesregierung für die Teststrategie und die Umsetzung stets an der Seite gewidmet hat, die Bevölkerung auf oberster Stelle mit Masken ausgestattet hat und wir alle Sicherheitsmaßnahmen noch einmal verstärkt haben. Wir sind nur für eine Differenzierung, denn Sie werden mir zustimmen, dass wenn wir so viele Arbeitsplatzeffekte haben, so viele soziale und psychologische Effekte, weil die Arbeitsplätze so gefährdet sind, dann ist es ein Problem. Und es ist ein Unterschied, ob man spontan in ein Geschäftslokal reinkommen möchte oder nicht und dann 80% der Menschen sagen, sie tun es nicht, mit allen Folgen wirtschaftlich. Und vor allem ist es ein Unterschied, ob man eine Wurstsemmel bekommen kann mit einem Test oder ohne. Denn die von mir angesprochenen Bedürftigen und andere können sich die Lebensmittel nicht einfach zustellen lassen. Das macht 1% der Bevölkerung und nicht alle. Und deswegen muss man da sehr behutsam
vorgehen. Umsonst ist die Nahrungsaufnahme kein Menschenrecht. Aber wir haben es auch schon gehabt, dass in der Stadt Wien zum Beispiel genau an die Bedürftigen, damit die eben auch nicht die Notwendigkeit hatten, sich dazu bestellen, diese Lebensmittel zugestellt wurden. Also ich bin mir ganz sicher, dies genauso. Und die vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die... Also ich glaube, den Beirat der Tafel und unterstütze genau diesen Transfer, aber es kann nicht sein, dass wir dann auch auf einmal, wo wir über 4 Millionen Menschen mit Lebensmitteln jetzt funktionierend versorgt haben, wieder etwas erfinden, wo eine Schlangenbildung stattfindet und ein bürokratischer Super-GAU, wo die Politik selbst sagt, das ist nicht administrierbar. Und ich sage Ihnen, es ist nicht administrierbar und es ist weltfremd. Aber ich gehe lieber ins Landmann wieder im April mit am Eintrittstest als ins Landmann im Juli. Warum kann man das nicht loslösen vom Handel und von Veranstaltungen und von Events, sondern sich ein smartes Konzept, auch psychologisch gut vermittelbar, die Leute dazu bewegen, sich testen zu lassen? Da gibt es sicher irgendwelche super tollen Psychologen, die uns das gut verkaufen können, so dass wir es freiwillig machen. Aber nicht sagen, du musst, wenn du das willst, sondern das Testen ist gut. Ich glaube, die meisten sehen das ein, aber nicht das daran knüpfen, was ich gerne tun würde, weil das erzeuge ich doch eine negative Haltung automatisch. Es geht darum, wenn wir alle mitmachen. Ja, wenn ich sage, du kannst dir selber entscheiden, wir machen die Nachtgastronomie aus und wer halt getestet ist, soll halt kommen und wer nicht getestet ist. Das ist aber das falsche Belohnungssystem. Wir sind in einer Zweiklassengesellschaft. Aber wieso? Das Testen an sich ist ja etwas total Ungefährliches. Es ist ja sozusagen wie das Sicherheitsgurt im Auto, wo ich sage, die diskutieren auch nicht mehr darüber, warum ich mich beim Auto angurten muss, weil das ist sehr unangenehm und sozusagen behindert meine Freiheit. Sondern das ist ein hohes Sicherheitsinstrument. Jetzt will ich bin jetzt auch kein Experte, um zu sagen, ob alle Tests 100% sicher sind. Aber das, was ich in der Schule erlebe, ist, und jetzt spreche ich nur von der Schule und jetzt ziehe ich mich auch schon wieder zurück, irgendwelche Ratschläge zu geben. Ja, aber ein Test, ich war gestern Testing in einer Teststraße in Wien. Ohne langen Anstand, ich war in circa 20 Minuten mit Ergebnis draußen. Und wo ich sage, wer mir erzählt, und das hat jetzt nicht nachhaltig geschmerzt, sodass ich heute mir noch denke, ich mache es nicht wieder. Es ist nicht angenehm. Ich möchte aber auch dazu sagen, Wien zum Beispiel und andere Bundesländer, gerade in der Ostregion, überlegen ja auf dieses Gurgeln jetzt auch umzustellen, dass alle Menschen, die das wollen, auch gratis gurgeln können und dann einen PCR-Test zu machen. Das heißt, es ist vielleicht noch weniger schmerzhaft. Und ich denke mir, diesen Schritt hin, den wir vielleicht brauchen, bis alle geimpft sind, die wollen, oder hoffentlich alle, die dann auch dazu bereit sind, diesen Schritt, dieses Testen noch zuzulassen und zu sagen, es ist kein Hindernis von Freiheit, sondern es schafft uns mehr Freiheit, fände ich schon einen Zugang, wo ich hoffe, dass nicht nur die Schulen, sondern auch alle anderen diesen Mehrwert erkennen, nicht als Zwang das zu sehen, sondern als Tor zur Freiheit. Herr Hiemer, das heißt, vielleicht sind wir uns da einig, also die Tests sollen überall verfügbar sein, besser verfügbar sein, auch im ländlichen Bereich einfacher verfügbar sein, vielleicht mobile Stationen, dass wirklich auch ältere Bevölkerung hier die Möglichkeit hat, sich leicht testen zu lassen und eben eine positive PR vielleicht für diese Tests, die uns einfach mehr Freiheiten ermöglicht und nicht im Gegenteil eben den Menschen Angst macht. Tatsache ist natürlich, es haben derzeit immer noch viele Menschen Angst und ein ungutes Gefühl dabei. Aber vielleicht auch jetzt zu den Supermärkten zurückzukommen, das war ja jetzt nur eine ironische Anmerkung vom Herrn Treffelig, das mit den Supermärkten als Solidarität zum Handel. Also es ist ja noch nicht so weit, auch Angela Merkel ist ja in Deutschland dann zurückgerudert, wo sie eine ähnliche Idee hatte für die Osterfeiertage. Es war Vorschlag der Wirtschaftskammer und wir haben es kategorisch anders gesehen und deswegen bedauern wir natürlich als Händler, dass so ein Vorschlag kommt, weil er halt so gravierend im Eingriff ist, dass er so viele Grundthemen in der Abwägung missversteht, dass wir hoffen, dass es da eine Klarstellung gibt. Vielleicht jetzt nochmal zu unseren Skype-Gästen. Die Frau Posch hat heute noch nichts sagen können. Frau Posch, wie sehen Sie das? Sind Sie froh, dass Sie in Kitzbühel in Tirol, wo es jetzt diese Tests noch nicht gibt für den Handel, wo es aber auch dazu kommen könnte? Wie geht es Ihnen denn damit? Ja, also ich bin ja ein strikter Testgegner. Ich muss sagen, also das Testen bei symptomlosen Personen finde ich einfach nicht richtig. Also wer Symptome hat, der kann sich testen lassen, aber an Personen ohne Symptome Tests durchzuführen, das funktioniert nicht. Ich will nennen, meine Enkelin hat am ersten Schultag nach den Semesterferien, sie war damals knapp 14, noch nicht ganz 14,
ist sie nach Hause gekommen und am nächsten Tag hatte in der Familie ihrer Freundin gab es einen positiven Fall. Daraufhin, sie war negativ am ersten Schultag, sie war am zweiten Schultag negativ, weil sie da einen eigenen Antigentest für einen Friseurbesuch gemacht hat. Am Mittwoch, wie sie dann nicht mehr in der Schule war, hat sie gehört, dass ihre Freundin in der Familie ihrer Freundin ein positiver Fall war, dass sie daher K1 war durch den Schulbesuch, dass die Freundin dann auch am Donnerstag positiv war. Daraufhin hat meine Tochter, also ihre Mutter, angerufen bei 14:50. Freitag kam der PCR-Test, sie war symptomlos. Am Samstag kam das positive PCR-Ergebnis. Sie blieb symptomlos, aber die ganze Familie war 14 Tage in Quarantäne. Sie war bis, also noch 10 Tage in Quarantäne und die Familie wurde nach 5 Tagen getestet, Bruder und Eltern, blieben alle drei negativ, weil das Kind sollte im Zimmer bleiben, ist auch im Großen und Ganzen gelungen. Sie sind zu Hause mit der Maske herumgelaufen und alle drei anderen sind Gott sei Dank negativ geblieben. Und sie blieb die ganze Zeit symptomlos. Trotzdem hätte sie wahrscheinlich viele Leute angesteckt, inklusive ihrer eigenen Familie, wenn sie diesen Test nicht gemacht hätte. Und wir sind sehr dankbar und froh, dass dieser PCR-Test, der an sich genau war, und sie blieb symptomlos und sie hätte, weiß Gott, wie viele Menschen angesteckt möglicherweise. Herr Neuherz, was stört Sie denn so am Testen, weil Sie jetzt auch mit dem Kopf geschüttelt haben, wenn es doch die Freiheiten ermöglichen würde, dass die Gastro dann auch offen haben kann, dass das alles einfacher ist? Also wenn ich alleine von den Freiheiten ausgehe, ich muss mich testen lassen, um irgendwo rein zu dürfen. Das heißt, okay, passt. Nehmen wir jetzt das Thema an, wir haben jetzt schon alles wieder offen, ich kann wieder in die Kunst und Kultur gehen. So, das heißt, ich muss mich jetzt vorher testen lassen, dass ich in die Kunst und Kultur gehe. Wobei ich aber mit meinen Steuergeldern Kunst und Kultur fördere. Das kann es nicht sein. Weil warum soll ich dann Steuern für Kunst zahlen, wenn ich mich testen oder impfen lassen muss? Weil ich glaube, dass es einen Impfzwang geben wird. Wird er gerade geplant in der EU mit dem grünen Impfpass? Ein indirekter, ja. Ja, ein indirekter, ja. Ich darf nicht mehr reisen, ich darf vielleicht dann nicht mehr auf ein Konzert gehen, ich darf nicht mehr ins Kino gehen, ich darf dann vielleicht nicht mehr ins Restaurant gehen, dann darf ich vielleicht in den Handel nicht mehr gehen. Genauso wie dass ich nicht verstehe, warum man die Intensivkapazitäten nicht aufstocken kann. Das kann nicht so viel Geld kosten, wie uns alleine durch den Handel in einer Woche entgeht. Ich glaube, man muss aus dieser Krise schon lernen, dass wir nicht unangreifbar sind. Ich glaube, wir haben uns zu lange in Sicherheit auch gewogen, zu sagen, das geht sich schon irgendwie aus und man kommt schon zurecht mit so einer riesigen Pandemie, die jetzt... Aber auch das Beste, auch das allerbeste Intensivbett schützt nicht vor den Schmerzen, die, und Sie wissen, wovon Sie reden, und mein Lieblingscousin ist an Corona gestorben mit 78, nach 8 Wochen intubieren und im Koma im Intensivbett. Und die ganze Familie hat mitgelitten. Das erspart uns das menschliche Leid nicht. Das gehört zum menschlichen Leben, kann man sagen. Aber ich wünsche niemanden, dass er einen schweren Verlauf von Corona bekommt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir schauen müssen, dass man von der politischen Seite, gerade wenn man sieht, wer jetzt die Corona-Infizierten sind, nämlich es werden immer Jüngere, einen positiven Anreiz setzen muss. Man muss noch besser aufklären und man muss schauen, dass man mit aller Kraft Impfstoffe beschafft, weil wir wünschen uns unser altes Leben zurück, Leben und Wirtschaften mit dem Virus. Das muss das Motto sein, das wir auch schon lange ausgegeben haben. Und dann klappt es auch mit all den menschlichen Themen, die uns als soziale Wesen ausmachen. Aber bis dorthin ist der Weg noch weit und wir sind einfach davon überzeugt, dass es Freiwilligkeit braucht, gepaart mit den richtigen Anreizen, sonst reagieren die Menschen sehr unterschiedlich. Kommen wir vielleicht zurück zum Thema dieses Osterlockdowns. Wie viel bringt der? Jetzt sagen ja Experten jetzt schon, der wird ohnehin verlängert werden. Das ist eine homöopathische Dosis, dieser Lockdown, diese paar Tage, wo alles runterfährt. Das wird vielleicht ganz eine kurze Beruhigung bringen, aber nicht mehr. Wie sehen Sie das, zum Beispiel Herr Querfeld? Wie sinnvoll sehen Sie diesen Lockdown und wie viel Schaden richtet er auf der anderen Seite an? Sie haben ja schon alles vorbereitet für den Schanigarten zum Beispiel. Naja, nicht nur wir. Also man sieht ja auch, dass in Wien sehr viele Gastronomen sich schon auf den Gäste freuen. Aber am 15. März hat es geheißen, in Wien vielleicht die Schanigärten, dann war es der 27. auch nicht. Und jetzt sind wir nach Ostern und nach Ostern ist wieder ein weiter Begriff.
Das ist ein bisschen diese Karottengeschichte, die vorgehalten wird und das heute wiederum der Politik vor. Man sieht ja, es ist ein gesundheitspolitisches Thema, da mische ich mich nicht ein. Es ist ein gesellschaftliches politisches Thema, da bin ich als Person mittendrin. Und ein wirtschaftspolitisches und alles gemeinsam erzeugt, also ich würde den Herrn Sinowatz zitieren, in Wirklichkeit ist alles sehr kompliziert. Wenn es einfach wäre, würden wir auch nicht hier stehen. Ich bin ein bisschen kritisch, weil ich sage, je mehr Institutionen und Geschäfte Tests verlangen würde, desto normaler würde es sein. Und ich finde es dann immer sehr spannend, dass die, die am meisten frequentiert werden, nämlich der Lebensmittelhandel, sagt, ja, das war jetzt kompliziert. Für die Gastronomie und in Vorarlberg sieht man das, 2 Meter Abstand zwischen den Gästegruppen, die eh nur 4 sind. Gott sei Dank ist das keine Veranstaltung bei 4. Ja. Das war ja schon geplant, dass es eine Veranstaltung ist. Und dann war, ja, also unglaublich, wo wir da hinkommen. Aber 2 Meter Abstand, das sind mal -50% der Umsatzmöglichkeit plus einen Testausweis, also die nächste Schwelle. Und wenn jetzt der Handel sagt, ich verliere 4 von 5 Kunden, können Sie sich vorstellen, was das für ein Konzept in der Gastronomie ist. Und für das will ich uns ja nicht ausspielen. Das Irre ist jetzt, im Schanigarten einen Test zu verlangen mit 2 Meter Abstand. Und wenn ich jetzt aus dem Landmann schaue und sage, wie im Rathauspark, ja, blüht das Leben auf dem Parkbankerl. Und das schafft auch dieses, man sperrt das eine zu und das andere ist inkonsequent. Auf den herrlichen Donaukanal-Ufern, an dem, da spielt sich's ab. Eine Riesenfreude ist das für mich. Ja. Und dann schaue ich als Gastronom zu und sage, die haben alle ein Becherl von einem Fastfood-Händler, das ist das Amazon der Gastronomen, ja, in der Hand, ja, nuckeln das aus, umarmen sich und freuen sich des Lebens, das freut mich. Und ich denke mir, steht jetzt bei den Wiener österreichischen Gastronomen drauf, wir schauen uns das an. Jetzt würde ich solidarisch sein, sage, wir machen alle mit. Es gibt einen Lockdown, der dauert 2-3 Wochen, es ist alles zu, aber alles zu heißt auch alles zu. Dann sitzt aber am Parkbankerl im Rathauspark niemand. Gefühlsmäßig. Das war auch im ersten Lockdown so. Und dann würden auch die Zahlen sinken. Und wenn wir dann testen und sagen, selbst das Einkaufen ist mit einem Test und ich bin jetzt, wir haben eine Nachbarin, die hat sich den Oberschenkel gebrochen, das hat mit Corona gar nichts zu tun, aber für die gehen wir einkaufen. Also wenn die Gesellschaft es nicht schafft, jemanden zu versorgen, dann ist eh schon vorbei. Aber wenn wir alle sagen, das ist ja keine Strafe, sondern das ist normal und das dauert ja noch 3-4 Monate bis Impfungen. Gesundete, Infizierte plus die sich testen lassen, irgendwann wächst das ja zusammen. Ich bin jetzt kein Hochrechner, mir ist es auch wurscht, es wird irgendwann mal wieder sein, dass es passt. Dann wird das Testen auch kein Thema mehr sein. Wir beschäftigen uns innerbetrieblich viel damit und sagen, wird lustig sein, in 3-4 Monaten, wenn wir Teststraßen aufbauen würden, würden alle sagen, was bauen Sie jetzt, eine Teststraßen auf, Testen war gestern. Ja, das wird auch passieren. Der eine gurgelt, der andere lutscht, der hat einen Lollipop. Das entwickelt sich so schnell, nur spielen wir uns da nicht aus. Die Krise trifft jeden, emotional, die Schüler, also wir sind ja alle betroffen. Das, was ich als Unternehmer jetzt sage, und das ist jetzt, ich habe die Verantwortung von 300 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Standorten, und hinter mir stehen ja auch, oder neben mir viele Unternehmer, das kann nicht sein, dass man einen Stecker auszieht, das oder nicht hineinsteckt und sagt, naja, da haben wir eine Lösung gefunden, letzten März, da gibt es einen Fixkostenzuschuss 1, der ist gedeckelt und 2, ich will mich da jetzt nicht so festlegen drauf, aber das muss jetzt für alle Tage reichen. Das war jetzt so, wissen Sie, ich habe gedacht, Sie sind 2 Monate arbeitslos, ja, jetzt sind Sie 7 Monate arbeitslos, 8 Monate arbeitslos, das Arbeitslosengeld, na, das passt sich nicht an, das hätten Sie, das ist halt so. Das ist die Schwierigkeit, wenn Unternehmen Existenzängste bekommen und das passiert, das ist so, dann fehlt der Optimismus. Und wenn man es jetzt wirklich mit der blumigen Sprache sagt, wenn ich im Landmann keine Blumen mehr im Schanigarten einsetze und die Tische nicht mehr streichen kann und wenn ich den Leuten kein Geld mehr zahlen kann, weil ich keins mehr habe und nur mal den halberten Koch habe, der nicht kochen kann, dann wird das auch nichts mehr werden. Und das ist im Hotel so, das ist in den Wellnessanlagen so, das ist beim Schneider, beim Lebensmittelhändler, auch in der Boutique so, wenn da in der Früh die Frühlingsware nicht drinnen ist, in der Auslag, ja, dann die Herbstware wird jetzt keiner kaufen. Deswegen bedauern wir auch, dass genau das zweitwichtigste Ostergeschäft natürlich jetzt von dem Lockdown betroffen ist. Und ich kann nur sagen, die Verkäuferinnen und Verkäufer im Handel leisten wirklich Großartiges. Und die Menschen, wenn man offen spricht, sind jetzt schon oft genervt oder aggressiver aufgrund der Umstände. 40% der Menschen im Land müssen sich finanziell deutlich einschränken. 10% müssen sich auf lebensnotwendige Güter reduzieren. Und auf der Seite der Händler und der Unternehmer ist es so, dass jeder vierte Händler nicht mehr in der Lage ist, Rechnungen zu überweisen. Wir müssen schauen, dass man irgendwie mit dem
Personal durchkommen. Und ich bin schon gespannt, wie das funktionieren soll, wenn man 4 Millionen Menschen mit der Eintrittskontrollen dann serviciert, weil wir haben eben hohe Frequenz, aber geringe Aufenthaltsdauer. Und ich bedauere jede Person, die dann auch noch die Menschen, die nur schnell ein Semmerl oder sonst was brauchen, abhalten muss, wenn der Test halt gerade wieder nicht mehr gültig ist. Das glaube ich, und da bin ich zutiefst davon überzeugt, ist der falsche Weg. Wenn man nicht differenziert, hat man nichts gelernt aus einem Jahr Krise, und es braucht ein Zukunftskonzept, das heute, morgen und langfristig zieht, und es muss sich auch jeder in unserer Bevölkerung wiederfinden, wenn es zu Maßnahmen kommt. Dafür braucht es ein wissenschaftliches Fundament, und leider ist es in vielen Bereichen derzeit nicht gegeben, und daher, weil die Dinge nicht zusammenpassen, kommt es zur Frustration in der Bevölkerung. Da möchte ich jetzt ganz kurz noch zu den Schlussworten kommen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, vielleicht auch kurz der Herr Winter, der hat heute noch nicht viel sagen können, weil er ist ja auch indirekt von Tourismus abhängig, den es derzeit nicht gibt in Salzburg. Herr Winter, können Sie uns noch mal kurz sagen, vor welchen Problemen die Fiaker gerade stehen? Die gibt es eben nicht nur in Wien, sondern auch in Salzburg. Und wie Sie jetzt den erneuten Osterlockdown sehen, da werden ja vielleicht zumindest einige Einheimische mit dem Fiaker gefahren. Naja, normalerweise ist es so, dass wir zu dieser Zeit überhaupt Ostern natürlich ein Mördergeschäft haben, sage ich mal, wenn die Osterfestspiele werden. Wir haben relativ viele Vorreservierungen, sprich Leute vom Hotel abholen, so die Festspiele bringen oder noch die Festspiele zum Restaurant. Aber das ist heuer nicht. Die Osterfestspiele sind jetzt noch in den Oktober hinausgeschoben worden. Die Stadt ist unter der Woche einfach leer. Es sind keine Touristen da, ist klar, es sind nur Einheimische da, die den Weg zur Arbeit suchen, von A nach B. Sage ich mal, am Wochenende, vielleicht am Samstag, dass noch ein paar Österreicher in die Stadt kommen und ein bisschen Salzburg anschauen. Aber wenn man jetzt wieder hört, dass Ostern auch wieder alles zugesperrt wird, dann werden die auch nicht reisen. Wenn man es vergleicht, in 2 Jahre davor, wir haben im Jahr ungefähr um die 360 Vorreservierungen, sprich wir arbeiten mit über 70 Eventfirmen zusammen. Das letzte Jahr aufgrund des Lockdowns haben wir insgesamt, sage ich mal, 20 Vorreservierungen gehabt, Gruppenfahrten. Also wie gesagt, die Fixkosten bleiben die gleichen. Und ja, man weiß nicht mehr, wie man tut, und ich sehe es einfach nicht ein. Ich glaube, alle Unternehmer, das Geld, was du einfach die letzten Jahre erwirtschaftet hast, dass du das für das ausgeben musst, das, was dann auch an hinten abgeht, wie gesagt, so kann das nicht weiterlaufen. Und das Gleiche ist mit diesem Umsatzersatz, Fixkostenersatz, Härtefonds, schon allein die Bürokratie, was da alles gemacht worden ist und bis du auf der Geld kommst, wie lange dass du warten musst drauf. Und im Endeffekt ist das Ganze ein Tropfen auf dem heißen Stein, was da aufgeführt wird. Also es ist abartig. Herr Winter, vielen, vielen Dank. Dann kommen wir gleich weiter zu unserer Heldin des Alltags, ungewollte Heldin, könnte man fast sagen, Anita Jahrenk. Ein kurzes Schlusswort von Ihnen, Frau Jahrenk. Also ich stehe dafür, dass alles geöffnet wird, dass er jeder leben kann, wie er will. Aus mit den ganzen Tests und Impfzwang, weil es wird zu einem Impfzwang kommen, weil wenn du die Impfung nicht hast, darfst du und da nicht rein. Oder du darfst nicht mehr reisen, genauso wie der grüne Pass jetzt, was anscheinend kommen soll. Warum sollen sie nicht klären, jeden einen Antikörpertest? So kann man dann feststellen, wer genug Antikörper hat, okay, der muss nicht so schnell geimpft werden, braucht nicht mehr so oft testen gehen, als wenn ich die ganzen Tests da gratis hergibt und das Geld umsonst rausschmeißt, wo ich das Geld aber woanders viel nötiger brauchen könnte. Ist meine Meinung. Danke vielmals, Frau Jahrenk. Die Frau Meyerweg will schon die ganze Zeit etwas sagen. Bitte, Frau Magister. Ja, danke. Ich wollte sagen, zu den Intensivbetten, ja, ich weiß nicht, was für Zahlen man herbeifantasiert, aber auf der AGES-Seite, auf der offiziellen, das Dashboard, da bin ich immer up to date, schaut so aus, dass wir 30% Belegung der Normalbetten haben und 48 der Intensivbetten. Und das ist immer so ungefähr oder weniger. Und es ist halt eine ziemlich moralinsaure Behauptung, dass Menschen, die jetzt bei dieser Sache nicht mitmachen möchten, weil sie sich frei fühlen und selbst ermächtigen über ihren Körper, dass sie dann verantwortlich sind, dass andere keine Betten abbekommen. Dann müsste man auch Skifahren verbieten oder Fußball spielen oder keine Ahnung, eigentlich alles, weil jeder könnte, mein Skifahren ist ein ziemlich, für mich zum Beispiel komplett unnötig, ja, das könnte man auch gern verbieten, weil die landen auch gern auf den Intensivstationen. Gott sei Dank zähle ich nicht zu den Menschen, die ihre Ideologien irgendjemandem aufzwängen wollen. Und zu den Menschenrechten und dass sich da bei den Menschenrechten aufhört, finde ich ein schönes Schlusswort, das muss ich kurz vorlesen. Die unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte sind Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Sie sind zu wahren und zu sichern. Mein Standpunkt. Danke vielmals, sehr pathetisch, aber natürlich nicht unrichtig und auch wichtig, das zu erwähnen. Die Frau Posch aus Kitzbühel, bitte.
Also meine Einstellung ist, also dass sie jeder selber mehr Eigenverantwortung macht, die Lage sicher. Ich bin jetzt keine Corona-Leugnerin nicht, dass man die Sache sehr wohl ernst nimmt, aber dass man halt nicht mit diesen Strafen, was die Regierung macht, verurteilt wird, sondern ich bin schon für ein bisschen mehr Lockerung. Ich bin keiner, der was jetzt so nach Plan in ein Gasthaus reingeht. Wir in Kitzbühel sind angewiesen auf den Tourismus. Wir haben viele Gasthäuser, wir haben viele Hotels da. Und ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, dass die Infizierten so steigen, wenn sie in der Tourismus sind. Ich halte es eher in die Nachtlokale eher, dass man da strengere Maßnahmen setzt. Aber wir sind halt so, dass wir uns gerne mal am Sonntag oder auch unter der Woche mal gerne zu einem Café trifft und man plaudert aus, was im Dorf oder in der Stadt so los ist. Und man trifft wieder Leute und es ist halt ganz was anderes. Das Soziale, das fehlt mir einfach. Der soziale Kontakt zu anderen, das, was halt jetzt durch die ganzen Maßnahmen total und die Grundrechte und die Freiheitsrechte und die Menschenrechte sind genauso wichtig für mich, dass man auch auf die Straßen geht, auch seine Meinung öffentlich sagt, ohne dass man dann von jeglichen Polizeigewalten, ohne dass irgendwas ist, an die Haare gerissen wird, im Boden eingeschlagen wird, verletzt wird, ohne dass irgendein normale Bürger, die was gar nichts gemacht haben, sind weder Rechtsradikale auf der Straße, noch sind Halogens, wie es behauptet worden ist, noch sind Nazis unterwegs. Ich habe mir viele Demos live angeschaut, via Livestream, war von Anfang an dabei und da sind mir keine zu diesen Personen in dem Kreis, habe ich nicht gesehen, was da dabei waren, dass wir, was dann in den Medien gebracht wird, wenn es dann eskaliert, wenn man die Leute friedlich weiter marschieren lässt, dann wird auch nichts eskalieren, aber wenn man die über Stunden einkesselt in Kälte, ohne Getränke und ohne, dass sie ihre Bedürfnisse machen können, dann finde ich das nicht richtig. Also man sollte jeder das Recht haben, dass man seine Meinung vertreten kann und wenn es auf der Straße ist, dann ist es auf der Straße. Und es gibt in der frischen Luft keine Ansteckungsgefahr. Und deswegen ist auch das ein Schwachsinn beim Skifahren mit der Maske, Skifahren und Testen. Dabei ist Sport in der frischen Luft ist das Gesündeste. Beim Anstehen, okay, mit Abstand, das ist mir klar, aber mit Masken, Skifahren, wir sind ein Skigebiet, wir sind angewiesen auf die Gäste zum Skifahren und das ist halt schon, muss ich sagen, heuer waren das keine Saison nicht. Das Hanenkammrennen hat stattgefunden ohne Zuschauer, das was für uns immer eigentlich ein Highlight ist in Kitzbühel, wo sehr viele Prominente kommen und Zuschauer aus der ganzen Weltgeschichte eigentlich da sind. Und das ist für uns schon eine richtige Einbußung, wenn das nicht so stattfindet, wie es normal stattfindet. Also ich bin dafür, dass man schon Lockerungen macht und Eintrittstests beim Friseur, da frage ich mich, warum die Tests beim Friseur sinnvoll sind, wo nur zwei oder drei in so einem kleinen Friseurladen drinnen sind, dann werden die getestet, haben die FFP2-Masken auf, aber die Friseurin, die was das Geschäft hat, weil ich habe selber mit ihr geredet, die Friseure werden nicht getestet. Aber der Kunde muss zum Friseurbesuch testen und Maske. Wo ist da der Sinn, bitte? Frau Posch hat jetzt die ganze Zeit nachgeholt, wo sie nichts gesagt hat und hat uns einmal so anständig ihre Meinung gesagt. Gut, beim Skifahren muss man keine Maske tragen, aber im Lift. Aber ansonsten, Frau Posch, Sie konnten jetzt Ihre Meinung sagen. Ich glaube, das hat Ihnen auch sehr gut getan. Vielleicht noch ein kurzes Schlusswort auch hier in der Runde. Herr Neuherz, vielleicht noch einmal ein kurzes Schlusswort. Wird es Demos geben in Kürze nach diesen neuen Maßnahmen? Soweit ich weiß, ist dieses Wochenende keine geplant. Die nächste wird am 10.04. stattfinden. Wahrscheinlich wieder untersagt, aber es wird dem jenen Menschen wurscht sein. Von der Frau Magister kann ich die Zahlen noch bestätigen. Von Intensivkapazitäten habe ich auch von der AGES. Habe ich mir erst gestern angeschaut.
Und ich hatte heute noch ein nettes Gespräch mit einer Friseurin, die was wirklich Existenzangst hat. Und ihr ist jetzt schon klar, dass sie bis Mitte Mai Minimum zu haben. Und sie weiß nicht mehr wirklich, von was sie leben soll. Sie kriegt zwar ihre Kurzarbeit, aber wir wissen, wie tief der Kollektiv von einer Friseurin ist. Das heißt, es ist ein Nasenrammel. Mhm. Sie lebt eigentlich von ihrem Trinkgeld, das was sie aber jetzt, da, wenn das Geschäft zu hat, nicht bekommt. Und das ist für viele Menschen so. Ja, und viele stehen einfach vor ihrer Existenz. Wichtig, sowas aufzuzeigen. Herr Ahi, ein kurzes Schlusswort von Ihnen. Ja, macht der Lockdown Sinn, dieser kurze? Als Vertreter der Nachtgastronomie und der Kulturveranstaltungen wünsche ich mir, dass man hier bei den Förderungen ein bisschen nachbessert, weil die sind ein bisschen zu kurz gekommen. Werde ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber 5% Mehrwertsteuer wäre für die Diskotheken auch gut, nach der Krise sogar weiter, auch für Messeveranstalter, die beim Eintritt zum Beispiel 20% Mehrwertsteuer haben. Da würde ich mir auch eine Herabsetzung wünschen und insgesamt bei den Förderungen, dass man da nochmal hinschaut für die Kunst- und Kulturabteilung. Und sonst würde ich mir von der Politik wünschen, dass sie nicht müde werden. Wie gesagt, sie kriegen halt schon noch ihre Gehälter und sie sollen nicht öffentlich streiten, bitte. Das zermürbt noch zusätzlich. Die sollen arbeiten und gute Stimmung machen. Dem schließe ich mich an, nicht streiten, vor allem nicht nach außen hin. Wenn, dann sollen Sie Ihre Diskussionen intern führen und nicht durch Auseinandersetzungen, durch öffentliche, auch noch die Bevölkerung verunsichern. Ich wünsche mir auch noch zusätzliche Unterstützungen für die Wirtschaft. Die wird das brauchen in den nächsten 2-3 Monaten noch. Wir haben jetzt fast Ende März. Bis Ende Juni sollte sich hoffentlich mit den Impfungen, mit dem bereits Genesenen und dadurch immunseienden oder zumindest Antikörper habenden Menschen und mit den vielen Tests die Situation halbwegs normalisieren. Ich hoffe natürlich, dass Handel und auch die Gastronomie noch früher aufsperrt, also irgendwann Mitte April, schätze ich, nachdem ich zumindest hier im Osten, wir werden auch sehen, wie sich es in Vorarlberg entwickelt durch die Öffnungsschritte. Das ist, glaube ich, ein guter Testfall, wo wir das beobachten können. Wir müssen ja alle dazulernen. Und dann wird hoffentlich wieder ein normales Leben möglich sein, zumindest vielleicht ein Sommer wie im vorigen Jahr, weil der war ja relativ normal und den werden wir alle dringend brauchen für alle unsere sozialen Kontakte und fürs Aufatmen. Also ein Sommer wie damals 2020 ist jetzt schon ein Highlight. Herr Will, ein kurzes Schlussstatement. Ja, also ich wünsche allen Menschen vor den Bildschirmen viel Kraft und Durchhaltevermögen. Es geht vielen sehr schlecht in unserem Land, finanziell, emotional, psychisch, sozial. Und ich wünsche mir, dass unser Land zusammenhält, dass die Menschen zusammenstehen und dass wir uns in einem Jahr unterhalten können und dass alles ein schlimmer Albtraum war, der zu Ende gegangen ist für alle Zeit. Und ich hoffe, dass die Politik in der Lage ist, dieses Klima der Zuversicht zu erzeugen und dass es positive Anreize gibt, die bei den Menschen immer noch den größten Hebel erwirkt haben. Und der Handel, was die Eintrittstests betrifft, wäre so, wie man in der Diskothek nur lautlos die Musik genießen darf, weil der Anreiz fehlt. Das sagen leider 8 von 10 Österreicherinnen und Österreichern. Und daher hoffen wir, dass es ein gutes Ende nehmen wird und der Anfang von was ganz Besonderem sein wird. Und das von meiner Seite, vom Handelsverband. Herr Himmer, wie geht es weiter mit den Schulen? Also in Summe, glaube ich, gibt es den Weg in die richtige Richtung, nämlich dass wir diese Krise überwinden. Wir tun nämlich alles in einer Geschwindigkeit. Die Frau Ministerin hat es angesprochen, Frau Karl hat, dass es sozusagen, dass diese Impfstoffentwicklung ungeheuer schnell gegangen ist, die Testentwicklung. Also wir sind sozusagen als Gemeinschaft, nämlich da geht es ja nicht nur um Österreich alleine, um Europa, um die ganze Welt, in Summe natürlich gefangen von diesem Virus, aber wir sehen auch, welche Energien erzeugt werden, die sehr positiv sind. Das bedeutet aber auch, wir müssen in Österreich, und da gebe ich allen recht, schon noch einige Hausaufgaben machen, wie zum Beispiel sicherstellen, dass
arbeitende Menschen, wenn sie arbeitslos werden, ausreichend Einkommen haben, auch da nachzudenken, die kriegen ja auch nicht 100% ihres Gehalts, also hier auch nachzudenken, ob es da mehr braucht, ich bin mir da sicher, aber auch die Unternehmerinnen und Unternehmer, die man jetzt natürlich, und das war vielleicht ein Fehler in der politischen Kommunikation, sehr früh schon gesagt hat, im Dezember, jetzt starten die Impfungen. Und auch ich mir gedacht habe, also ich bin jetzt der Übernächste, der dran ist, ja, und jetzt ist sozusagen April und ich glaube, ich werde lange noch nicht geimpft sein. Und das ist natürlich extrem frustrierend aus meiner Sicht, weil natürlich damit Versprechungen, Erwartungen geweckt wurden, nämlich wir können in ein Frühjahr gehen, wo wir schon Bedingungen haben, dass wir Corona hinter uns lassen können und die Leute enttäuscht sind, dass es nicht passiert ist. Also ich glaube, man muss auch, und das ist zumutbar, den Menschen ist die Wahrheit zumutbar, hat Ingeborg Bachmann schon gesagt, und ich glaube auch, das ist für die Politik ein guter Ratschlag und vielleicht ist das jetzt gelungen, auch in der Ostregion, gemeinsam mit den Landeshauptleuten und dem Minister eine gemeinsame Sprache zu finden, bei allen Unterschieden, und das ist, glaube ich, jetzt gelungen, das erste Mal, nicht nach außen zu gehen und zu sagen, die Bundesregierung hat eine Meinung und die Landeshauptleute Meinung, ist alles unterschiedlich, sondern ein gemeinsames Paket, ob es gut oder schlecht ist, das muss jeder für sich bewerten. Aber es gelungen ist, gemeinsam rauszugehen und ich bin mir sicher, wenn wir alles tun, um uns zu schützen, aber auch die anderen zu schützen und das als Gemeinschaft tun, dann bin ich mir sicher, dass wir diese Krise gestärkt überwinden. Sie schaffen es wirklich alles so wunderbar optimistisch darzustellen, mein Kompliment. Und jetzt auch noch der Herr Querfeld, was wünschen Sie sich von der Regierung jetzt auch in den Ostregionen für die Gastronomie? Was muss jetzt passieren, dass die Gastronomen noch ein Licht am Ende des Tunnels sehen können? Ja, das Licht am Ende des Tunnels, das brauchen wir, das ist ganz einfach. Also, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Ich will nicht einen halben Schanigarten und einen in einem Park und das wird passieren oder nicht. Das ist alles lächerlich geworden. Ja? Wir brauchen die Möglichkeit, irgendwann aufsperren zu können unter Bedingungen, wo es ein Geschäft ist. Mit einem Eintrittstest oder ohne. Das, was in Vorarlberg passiert, finde ich großartig. Ich weiß aber, dass es kein Geschäft ist. Dann ist man ein Versuchskaninchen, aber das muss einmal ein Geschäft auch wieder werden. Ja? Ich wünsche mir eine Friseurin, die so viel Trinkgeld gibt, dass sie nachher ins Nachtlokal, also in die Bar, in die Diskothek gehen kann, die wieder offen hat und dort einen guten Trink trinkt. Ich wünsche mir im Sommer bei einem Gartenfest mit der Frau Ministerin ein gutes Glas zu trinken. Ich wünsche mir viel Geld zu haben und umgekehrt, dass die Handelsangestellten und die Händler viel Geld haben, dass sie wieder kommen. Und ich wünsche mir Schülerinnen und Schüler, die eine Maturafeier machen können, eine Ausbildung haben und auch in einem gesellschaftlichen Umfeld, ich wünsche mir das normale Leben zurück. Für alle. Punkt. Dann danke vielmals an alle Diskutanten hier im Studio und natürlich auch, die uns per Skype zugeschaltet sind. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre interessanten Geschichten, interessanten Vorschläge. Ich hoffe, auch Sie, liebe Zuseher, haben diese Unterhaltung, diese Diskussion unterhaltsam gefunden und haben da was mitnehmen können. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.